So, ich bitte Platz zu nehmen. Es ist jetzt 9.04 Uhr. Ich denke, wir können mit der Sitzung beginnen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserer heutigen zweiten Ausschusssitzung Mobilität. Insbesondere begrüße ich heute auch Frau Senatorin Jarasch und den Abteilungsleiter der Abteilung Verkehr, Herrn Reubke. Schön, dass Sie heute an unserer Sitzung teilnehmen können. Und bevor wir in die Tagesordnung eintreten, möchte ich zunächst einige allgemeine Hinweise geben. Zunächst zur Pairing-Vereinbarung des Ältestenrats. Aufgrund der immer noch aktuellen pandemischen Lage hat der Ältestenrat in seiner Sitzung am 26. Januar eine fraktionsübergreifende Pairing-Vereinbarung getroffen. Diese sieht vor, dass statt der üblicherweise anwesenden 18 Mitglieder nur 11 Mitglieder hier mit vor Ort sein können, die die Mehrheitsverhältnisse widerspiegeln. Sie haben am 31. Januar eine E-Mail des Ausschussbüros erhalten, in der die getroffenen Vereinbarungen und die konkreten Auswirkungen auf unseren Ausschuss noch einmal ausführlich erläutert wurden. Vor dem Hintergrund dieser Pairing-Vereinbarung nimmt ein Teil der Ausschussmitglieder heute über WebEx Zuschaltung an der Sitzung teil. Ich bitte also die digital zugeschalteten Teilnehmenden, sich via Chatfunktion bei Frau Schmidt zu melden, wenn sie Wortmeldungen haben. An dieser Stelle möchte ich außerdem auch noch mal darauf hinweisen, dass Abgeordnete, die an der Sitzung via WebEx teilnehmen, dies nur beratend tun dürfen. Das bedeutet also, dass sie nicht an Abstimmungen teilnehmen können. Unsere Geschäftsordnung setzt für die Teilnahme an Abstimmungen und Wahlen die Anwesenheit vor Ort voraus. Zum Stream und zu der Anfertigung von Bild- und Tonaufnahmen. Die Sitzung wird hier im Haus in den Multivisionsraum übertragen. Außerdem wird sie live auf der Homepage des Abgeordnetenhauses als Stream übertragen und ist danach auch im Internet auf Abruf verfügbar. Nach § 4 Absatz 3 und Absatz 2 Satz 2 der Hausordnung des Präsidenten vom 28. Januar 2022 erteile ich das Einverständnis bezüglich der Anfertigung von Bild- und Tonaufnahmen durch die anwesende Presse. Ich gehe davon aus, dass der Ausschuss wie üblich damit einverstanden ist. Das ist der Fall. Vielen Dank. Zur Lüftungspause. Das aktuelle pandemiebedingte Schutzkonzept sieht nach 2 Stunden Sitzungszeit eine 15-minütige Sitzungspause vor. In dieser müssen wir dann alle diesen Raum dann auch verlassen. Zu den Verfahrensregeln noch einmal der Hinweis. Die in unserer letzten Sitzung beschlossenen Verfahrensregeln sind als Anlage Teil des Beschlussprotokolls der ersten Sitzung, das bereits veröffentlicht und auf der Homepage abrufbar ist. Das Ausschussbüro hat Ihnen die Verfahrensregeln Anfang dieser Woche mit gesonderter E-Mail übersandt. Und nun zur Tagesordnung. Ihnen liegt die Tagesordnung vor, die Einladung vom 2. Februar 2022. Gibt es Anträge oder Wortmeldungen zu der Ihnen vorliegenden Tagesordnung? Das ist erkennbar nicht der Fall. Vielen Dank. Da können wir so verfahren. Punkt 1 unserer Tagesordnung ist die aktuelle Viertelstunde. Im Vorfeld sind folgende Fragen zur aktuellen Viertelstunde im Ausschussbüro eingegangen. Gemäß Punkt 4 Absatz 6 unserer Verfahrensregeln rufe ich diese in der Reihenfolge Ihres zeitlichen Eingangs auf. Das ist zunächst die Frage der Fraktion der FDP. Die ist als erstes eingegangen. Wer möchte die Frage stellen für die FDP-Fraktion? Es ist der Abgeordnete Herr Reifschneider. Sie haben das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Guten Morgen, Frau Senatorin. Guten Morgen an alle Kolleginnen und Kollegen. Vor dem Hintergrund der Leitlinie Regierungspolitik, wo von einem verbindlichen Zeitplan für den Umbau von Knotenpunkten und Unfallschwerpunkten gesprochen wird, frage ich, bis wann werden die 25 mit Blick auf Tote und Schwerverletzte schlimmsten Unfallschwerpunkte in Berlin beseitigt? Vielen Dank. Frau Senatorin, bitte. Vielen Dank. Vielen Dank für die Frage, Herr Reifschneider, weil das Thema Verkehrssicherheit eines der drängendsten Themen und zugleich eine der größten Herausforderungen in der Mobilitätspolitik insgesamt in Berlin ist. Sie wissen, dass uns die Vision Zero antreibt, also die Vision, dass es gar keine Unfalltoten mehr und natürlich möglichst auch keine Schwerverletzten mehr geben wird auf Berliner Straßen. Ich sage aber auch gleich ganz offen dazu, das ist eine Vision. Wir müssen alle gemeinsam noch eine ganze Reihe von Jahren sehr intensiv daran arbeiten, wenn wir dieser Vision tatsächlich nahe kommen wollen. Und ich sage noch eins dazu, die gesamte
Verkehrswende, so wie wir sie auch jetzt wieder in den Koalitionsvertrag ein Stück weiter vorantreiben wollen mit dem Koalitionsvertrag und den Richtlinien der Regierungspolitik, dient auch diesem Ziel. Im Mobilitätsgesetz § 21 Absatz 3 ist vorgeschrieben, dass ab dem dritten Jahr nach dem Inkrafttreten des Gesetzes jährlich mindestens 30 Knotenpunkte mit den höchsten Unfallhäufungen natürlich zur Erhöhung der Verkehrssicherheit angepasst werden. Mein Haus arbeitet daran, hat in den letzten Jahren auch kontinuierlich schon daran gearbeitet, das im letzten Jahr auch geschafft, 30 Kreuzungen umzubauen, wird es auch in diesem Jahr schaffen. Ich sage aber auch nur, um mal die Dimensionen klarzumachen, die Unfallhäufungsstellen werden aufgelistet anhand von Kriterien der Unfallforschung der Versicherer. Und auf dieser Liste gibt es derzeit 1.900 Einträge. Also nur, um sich mal klarzumachen, von welchen Dimensionen wir hier sprechen. Und deswegen sage ich, wir sind da noch lange nicht am Ziel. Wir werden auch sicher einiges noch mal priorisieren und beschleunigen müssen. Aber klar ist auch, mit der Unfallkommission und dem alleine werden wir die Verkehrssicherheit nicht hinkriegen. Dafür ist mehr nötig, nämlich das, was wir insgesamt in der Mobilitätswende vorhaben. Vielen Dank, Frau Senatorin. Gibt es eine Nachfrage? Herr Reifschneider, bitte. Ich frage nach. Vielen Dank für die sehr allgemein gehaltenen Ausführungen. Sie sprachen ja in den Leitlinien der Regierungspolitik von einem verbindlichen Zeitplan. Deswegen nochmal die Frage, also bis wann werden die Unfallschwerpunkte umgebaut? Wenigstens mal die 25 schwersten Unfallschwerpunkte. Wird das noch in dieser Legislaturperiode sein oder bis wann stellen Sie sich das vor? Wir werden auch in diesem Jahr und wie auch in den nächsten Jahren mindestens 30 Unfallschwerpunkte Kreuzungen umbauen. Ich hoffe sehr, dass wir das auch noch weiter ausbauen können, sage Ihnen aber hier das, was wir uns mindestens vornehmen. Und natürlich orientieren wir uns an den schlimmsten Kreuzungen. Allerdings ist es so, dass wir auch das Ziel haben, dass wir in allen Bezirken Maßnahmen unternehmen und dass die Kreuzungen eine sehr unterschiedliche Dimension haben. Um mal eine der schlimmsten, die Otto-Braun-Ecke-Mollstraße zu nehmen, an der Sie, soweit ich es gesehen habe, in der Abendschau auch schon vor Ort waren und sich informiert haben. Das ist ein Großprojekt, eine solche Kreuzung, die so viele Fahrspuren hat und so massiv und so viele Verkehrskreuzungen quasi der verschiedenen Verkehrsteilnehmerinnen gibt, umzubauen. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was da bisher geschehen ist. Das kann ich Ihnen da auch ganz deutlich sagen. Und ich werde mir insbesondere diese Kreuzung, die leider auf der Top-10-Liste sozusagen der schlimmsten Kreuzungen steht, auch noch mal gesondert anschauen. Aber wie gesagt, ich bleibe dabei, es ist ein Großprojekt. Wir orientieren uns an den Kreuzungen mit den größten Unfallhäufungen. Bedeutet natürlich auch, das sind zahlenmäßig auch die größten Kreuzungen, die große Umbauprojekte bedeuten. So, wir werden daran arbeiten. Wir haben zusätzlich vor, dass wir ein neues Verkehrssicherheitsprogramm auflegen, das auch die Konsequenz zieht aus dem, was die Unfallkommission in den letzten Jahren auch analysiert hat an Gefahrengründen. Und das werden wir mit einem Begleitgremium machen, wo alle Stakeholder auch drin sind. Das Ziel ist, ein Programm aufzusetzen, das dann bis 2030 tatsächlich uns der Vision Zero näher bringt. Und ich sage ganz vorsichtig näher bringt, denn Verkehr bringt Unfallgefahren mit sich. Das ist einfach so. Vielen Dank, Frau Senatorin. Damit sind die Fragen der FDP-Fraktion für das Erste beantwortet. Und wir kommen zur Frage der Fraktion der CDU. Ich frage mal, wer die stellen möchte. Herr Friederizzi, bitte schön, Sie haben das Wort. Danke, Herr Vorsitzender, und guten Morgen. Ich frage Sie, Frau Senatorin, wie bewertet der Senat die aktuell täglichen Blockaden sogenannter Aktivisten auf der Berliner Stadtautobahn? Frau Senatorin, bitte. Das kann ich erst mal kurz halten. Ich habe mich sehr früh dazu geäußert und ich habe gesagt, ich kann die Dringlichkeit, die diese Klimaaktivisten treibt, durchaus verstehen. Ich wünsche mir aber Protestformen, mit denen man weder sich selbst noch andere gefährdet. Und das bedeutet natürlich vor allem auch, mit denen man nicht dafür sorgt, dass am Ende Notfallrettungswagen oder Schwangere nicht mehr rechtzeitig ins Krankenhaus kommen und in dieser Weise Gefahren geschaffen werden. Insgesamt, das wissen Sie auch, Herr Friederizzi, ist diese Debatte im Plenum am Donnerstag breit geführt worden und nicht zufällig war es die Innensenatorin, die dazu gesprochen hat, denn es ist vor allem ein Thema der Polizei und nicht der Verkehrspolitik. Vielen Dank, Frau Senatorin. Da haben Sie eine Nachfrage. Herr Friederizzi, bitte.
Ja, danke schön, Frau Senatorin. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich frage deshalb nach, stehen Sie voll und ganz zu den Äußerungen der Innensenatorin vom Donnerstag letzter Woche in der Plenarsitzung? Frau Senatorin, bitte. Ich stehe voll und ganz dazu, dass auch für diese Protestform und für diese Aktivisten dieselben Regeln gelten wie für alle anderen auch, dass es da selbstverständlich keine Ausnahmen geben darf. Das heißt, wenn es sich um unerlaubte und gefährdende Vorkommnisse handelt, dann muss gehandelt werden. Je nachdem, ob es um Ordnungswidrigkeit und um Strafrecht geht, muss gehandelt werden. Ziviler Ungehorsam rechnet solche Konsequenzen, soweit ich das weiß, normalerweise auch mit ein. Das gilt aber auch umgekehrt für Leute, die dann auf der Autobahn bei allem Verständnis für den Stress, den sowas auslöst, aber die da zur Selbstjustiz greifen. Auch da gilt unser Rechtsstaatsprinzip. Vielen Dank, Frau Senatorin. Damit sind die Fragen der Fraktion der CDU abgehandelt. Wir kommen zur Frage der Fraktion der SPD. Wer möchte diese stellen? Bitte schön, Herr Machulik. Ja, guten Morgen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Aufgrund der Verlautbarung der Deutschen Bahn frage ich Sie, Frau Senatorin, in welcher Form und wann wurde die Senatsverwaltung über die Pläne der Deutschen Bahn informiert, den Bahnhof Südkreuz für circa 3 Jahre als ICE-Halt entfallen zu lassen? Und wie hat sich die Senatsverwaltung gegenüber der Deutschen Bahn dazu verhalten? Frau Senatorin, bitte. Vielen Dank. Ja, tatsächlich hat auch meine Senatsverwaltung erst durch die Presseberichterstattung Anfang Januar von diesen internen Planungen der Deutschen Bahn zum Entfall des ICE-Halts erfahren. Die Presseberichterstattung hat sich dabei ausdrücklich auf den Zwischenstand eines noch laufenden Abstimmungsprozesses bezogen. Zuvor war auch der VBB, das haben wir danach herausgefunden, lediglich bekannt, dass praktisch Baumaßnahmen zur Umrüstung der Anhalter Bahn auf das neue European Train Control System geplant sind, die eine Reduzierung der Geschwindigkeiten fordern würden. Wir haben uns dann, Herr Reubke hier neben mir ganz konkret, haben uns dann gleich Anfang Februar eindeutig in einem Schreiben gegenüber der Deutschen Bahn positioniert und haben gefordert, dass wir eine auskömmliche Bedienung des ICE-Bahnhofs Berliner Südkreuz vor allem für die vielen Fahrgäste eben aus dem südlichen Berlin erwarten und haben außerdem die Position vertreten, dass wenn wir auch natürlich diese Umstellung auf den ETCS positiv sehen, die Dauer der Maßnahme im Zusammenhang eben mit diesen gravierenden Auswirkungen, die das hat, gerade für Fernverkehrsreisen aus dem Süden von Berlin, für unangemessen halten. Haben deswegen um die Verkürzung der Maßnahmen, um mögliche Alternativen gebeten und ich kann noch dazu sagen, dass ich demnächst den Antrittsbesuch des Bevollmächtigten der Deutschen Bahn, Herrn Kaczmarek, erwarte und dass ich das dort auch thematisieren werde. Vielen Dank, Frau Senatorin. Haben Sie eine Nachfrage? Bitte schön, Herr Machulik, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Senatorin, nur eine Frage. Also habe ich Sie richtig verstanden, dass die Deutsche Bahn direkt auf Ihr Schreiben noch nicht reagiert hat und dementsprechend wir nicht wissen, wie die Chancen aussehen, das Ansinnen, das Sie haben, dass das Südkreuz weiter aufrechterhalten bleibt oder halt eben irgendwie bedient wird, dass wir da noch keine Informationen haben und jetzt abwarten müssen, bis der Bevollmächtigte mit Ihnen spricht. Frau Senatorin, bitte. Wir haben tatsächlich noch keine Antwort, allerdings steht dieser Antrittsbesuch sehr bald an. Das heißt, ich kann Ihnen vielleicht schon sehr bald hoffentlich mehr dazu erzählen. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Nun kommen wir zur Frage der Fraktion Die Linke, die ich an der Stelle Ihnen stelle, Frau Senatorin. Wann wird der Abriss für die Wudetalbrücke in Marzahn starten? Sie müssen mich kurz blättern lassen, Herr Vorsitzender, weil ich tatsächlich hier nach der Größe der Fraktion sortiert habe und nicht nach dem Eingang der Fragen. Deswegen muss ich mal kurz umsortieren. Oh Mann. So. Die gute Nachricht ist, die Rückbauarbeiten an dieser Brücke, für die es ja einen Ersatzneubau braucht, haben genau genommen, die vorbereitenden Maßnahmen haben schon begonnen. Der offizielle Spatenstich für die Rückbauarbeiten erfolgt noch in diesem Monat.
Ich kann sehr bald dann den konkreten Termin, der konkrete Termin wird gerade gesucht, den kann ich dann gerne nachliefern. Das vollständige neue Brückenbauwerk kann nach jetzigem Stand Mitte 25 hoffentlich fertiggestellt werden. Das ist der Zielzeitpunkt. Es wird allerdings noch untersucht, dass es eine vorzeitige Teilinbetriebnahme geben könnte. Ja, vielen Dank, Frau Senatorin. Damit sind die Fragen der Fraktion Die Linke beantwortet. Wir kommen zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die eine Frage eingereicht haben. Und hier ist mir signalisiert worden, dass der per Webex zugeschaltete Abgeordnete Kars Elias diese Frage stellen möchte. Sie haben das Wort. Bitte schön. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Wir fragen, wann wird voraussichtlich die Marloer Kurve der Dresdner Bahn zum BER fertiggestellt sein und in dessen Folge der Flughafenexpress vom Hauptbahnhof zum BER im 15-Minuten-Takt und mit verkürzter Fahrzeit fahren? Vielen Dank. Die Inbetriebnahme der Dresdner Bahn mit der Marloer Kurve ist für den Fahrplanwechsel im Dezember 25 geplant. Und nach der Fertigstellung wird dann eben auch der Flughafenexpress zum BER vom Hauptbahnhof über die Strecke Dresdner Bahn fahren und nicht mehr den Umweg über Gesundbrunnen und Ostkreuz nehmen müssen. Das führt dann auch zu einer erheblichen Beschleunigung der Dresdner Bahn auf der Strecke vom Hauptbahnhof bis zum Flughafen von heute etwa 35 Minuten auf dann nur noch rund 20 Minuten. Vielen Dank, Frau Senatorin. Haben Sie eine Nachfrage, Herr Abgeordneter? Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich hätte noch die Frage an den Senat. Wie ist denn der Flughafen BER bereits jetzt angeschlossen und wie bewertet der Senat diese Anbindung? Frau Senatorin, bitte. Insgesamt ist der Flughafen tatsächlich bereits heute, also schon vor der Inbetriebnahme der Dresdner Bahn, im Vergleich zu anderen Flughäfen sehr, sehr gut angebunden. Bis jetzt ist es bereits heute so, dass wir quasi alle 15 Minuten einen Bahnanschluss haben, dass es quasi alle 10 Minuten einen S-Bahn-Anschluss gibt und alle 5 Minuten eine Busverbindung angeboten ist. Insgesamt haben wir deutlich mehr Angebote an die Fahrgäste auf den verschiedenen Verkehrsmitteln, als es beispielsweise der Münchner Flughafen anbieten kann. Das heißt, der BER ist schon gut angeboten, wird durch die Dresdner Bahn natürlich noch besser angebunden werden. Darauf freue ich mich. Und ansonsten hoffe ich, dass wir auch die restlichen Probleme, beispielsweise Taxis aus Berlin zum BER, noch lösen werden, gemeinsam mit unserem Nachbarland und dem Landkreis. Vielen Dank, Frau Senatorin. Das waren die Fragen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Weitere schriftliche Fragen liegen mir nicht vor. Gibt es spontane mündliche Fragen aus aktuellem Anlass? Das ist nicht der Fall. Okay, vielen Dank. In den Verfahrensregularien haben wir vereinbart, dass der Senat am Ende der aktuellen Viertelstunde die Möglichkeit erhalten soll, zu aktuellen Themen in kurzer Form zu berichten. Frau Senatorin, ich frage Sie jetzt, ob Sie die Gelegenheit wahrnehmen möchten. Wenn das so sein sollte, würde ich Ihnen hier an der Stelle nochmal das Wort erteilen, aber Sie müssen auch nicht. Möchten Sie zu aktuellen Themen? Nein. Okay, alles klar. Dann erkläre ich damit die aktuelle Viertelstunde für abgeschlossen. Vielen Dank. Und wir kommen zu Punkt 2 unserer heutigen Tagesordnung. Besprechung gemäß § 21 Absatz 3 der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses. Besprechungspunkt der Koalitionsfraktionen, mobilitätspolitische Maßnahmen des Senats im Rahmen der Richtlinien der Regierungspolitik. An der Stelle kann der Besprechungsbedarf auch begründet werden durch eine der einreichenden Fraktionen. Ich frage mal an die Fraktionen, ob es den Bedarf gibt, diesen Besprechungspunkt zu begründen. Das ist nicht der Fall. Es erklärt sich ja auch insofern auch von selbst. Dann damit können wir dann auch starten mit der Aussprache. Und wir beginnen zunächst mit der Stellungnahme des Senats. Frau Senatorin, Sie haben jetzt das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, sehr geehrter Herr Ronneburg, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Zugeschaltete, Gäste, in den vergangenen Wochen bin ich häufiger gefragt worden, warum die Senatsverwaltung sich umgenannt hat, warum wir nicht mehr die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz sind, sondern ausdrücklich jetzt den Begriff Mobilität im Namen tragen. Und auch dieser Ausschuss hat es ja schon zu spüren bekommen, Sie sind jetzt der Ausschuss für Mobilität geworden. Und ich sage Ihnen gerne den Grund dafür, weil Mobilität nämlich sehr viel mehr ist als die Regelung von Verkehr. Mobilität
ist auch eine Frage von Freiheit und von Gerechtigkeit. Mobil zu sein ist ein Grundbedürfnis von Menschen. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, allen Menschen die Erfüllung dieses Grundbedürfnisses zu ermöglichen, egal wo sie wohnen. Also egal, ob am Stadtrand oder in der Innenstadt, egal, ob sie viel oder wenig Geld haben, Menschen mit oder ohne Behinderung, alten wie jungen Menschen, Menschen mit oder ohne Kindern. Zugleich müssen wir selbstverständlich diese Mobilität klimafreundlich organisieren, denn ohne Mobilitätswende, das ist ganz offensichtlich, werden wir unsere Klimaschutzziele nicht erreichen können. Mobilität hat es damit auch mit der Herstellung gleicher Lebensverhältnisse zu tun, überall in Berlin. Und deshalb auch mit der Frage, wie wir den öffentlichen Raum in Berlin aufteilen. Was es heißt, wenn beispielsweise Freiräume und eine gerechte Flächenverteilung fehlen, müssen auch die Menschen in unserer Stadt im Alltag immer wieder erfahren. Erst vor wenigen Tagen hat mir jemand von einer Situation berichtet, die ihn beschäftigt hat. Auf der Fahrbahn einer Straße lief ein Vater mit einem Zwillingskinderwagen an einer Reihe von geparkten Autos entlang. Der Mann war mit seinen Kindern auf der Fahrbahn unterwegs und wollte auf den Gehsteig. Er kam aber nicht dorthin, weil er einfach zwischen den Autos keine Lücke gefunden hat, die breit genug war, um mit dem Kinderwagen auf den Gehsteig zu gelangen. Situationen wie diese kann man viele erzählen. Sie machen eines deutlich. Was Berlin braucht, auch für die Mobilitätswende, ist eine gerechtere Flächenverteilung im öffentlichen Raum. Mehr Platz für Fußgängerinnen, mehr Platz für Radfahrerinnen, mehr Platz zum Leben. In den Richtlinien der Regierungspolitik haben wir den Plan aufgeschrieben, wie wir unsere Stadt in den kommenden Jahren umbauen und umgestalten, um Mobilität für alle Menschen zu ermöglichen, auch ohne eigenes Auto. Denn das führt am Ende zu mehr Sicherheit und auch zu mehr Lebensqualität in dieser Stadt. Mobilitätswende bedeutet also mehr barrierefreie Räume für die Berlinerinnen und Berliner, die darauf angewiesen sind. Es bedeutet mehr angstfreie Räume im ÖPNV, gerade an den Haltestellen und den U-Bahnhöfen. Es bedeutet bessere Anschlüsse und eine dichtere Taktung des ÖPNV, mehr Umsteigemöglichkeiten auf klimafreundliche Verkehrsmittel an den Haltestellen und das auch am Stadtrand. Mehr klimafreundlicher Lieferverkehr, weniger Unfälle. Wir werden in den nächsten Jahren natürlich auch das Umsteigen auf Elektromobilität ermöglichen, indem wir Ladepunkte schaffen, überall in der Stadt, und Abstellmöglichkeiten für Elektro-Kleinstfahrzeuge auf den Straßen statt auf den Gehwegen. Aber eins sage ich auch deutlich. Die Mobilitätswende ist mehr als nur der Austausch von Antrieben. Die Mobilitätswende ist ein anderer Umgang mit dem vorhandenen Raum. Und das bedeutet in einer verdichteten Stadt wie Berlin weniger Platz für Parkplätze oder auch für Autofahrspuren dort, wo es mehr Raum für andere Verkehrsteilnehmerinnen braucht. Wenn wir das hinbekommen, Stück für Stück, dann schaffen wir damit aber zugleich mehr Freiräume in den Kiezen dieser Stadt. Und damit meine ich grüne Oasen, in denen sich die Menschen wohlfühlen, Orte mit Bäumen, Bänken und Brunnen. Denn auch darum geht es, wenn es in den Richtlinien der Regierungspolitik heißt, Maßnahmen zur Vermeidung von motorisiertem Durchgangsverkehr in Wohngebieten und zur Verkehrsberuhigung werden unterstützt. Dabei entstehen, wenn es gut gemacht ist, auch viele kleine lebenswerte Orte, und das ist das Ziel. Zugleich sage ich deutlich, mit einer flächendeckenden, autofreien Innenstadt per Gesetz würden wir dieses Ziel so nicht erreichen. Stattdessen bestünde die Gefahr, dass wir die Probleme mit zu vielen Autos, die zu viel Raum verbrauchen, an den Stadtrand drängen. Dann würde es eben außerhalb des S-Bahn-Rings Parkplatz-Suchverkehr und zu viele Autos geben, die umso mehr Fläche benötigen. Sehr geehrter Herr Reifschneider, Ihr Fraktionsvorsitzender hat Anfang dieses Jahres gefordert, dass wir uns bei der Mobilitätswende Paris als Vorbild nehmen sollen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bewundere Anne Hidalgo für die Konsequenz, mit der sie die Pariser Innenstadt umbaut, die Konsequenz, mit der sie eine knapp 4 Kilometer lange Fahrradstraße mitten im Zentrum schafft, wie sie das Seineufer autofrei macht und neue Radfahrstreifen anlegen lässt. Aber gerade am Beispiel Paris sehen wir auch, dass wir Probleme bekommen, wenn wir die Außenbezirke beim Thema Mobilitätswende im wahrsten Sinn des Wortes außen vor lassen. Ich war in Paris und ich habe gesehen, sobald man in die Vororte kommt, damit meine ich schon die Vororte von Paris, erst recht die Banlieues, dann ist von Mobilitätswende gar nichts mehr zu sehen. Das ist kein Vorbild für Berlin, denn Berlin ist keine zentrische, sondern eine polyzentrische Stadt. Berlin lebt aus den Kiezen. Berlin hat Zentren in allen Bezirken. Und deshalb wollen wir nicht die Probleme, sondern die Mobilitätswende an den Stadtrand bringen und legen deshalb in dieser Legislaturperiode eine klare Priorität auf die Mobilitätswende
am Stadtrand und in den Außenbezirken. Denn dort lebt die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner. Und ohne sie ist die Mobilitätswende schlicht nicht machbar. Zumal die Menschen am Stadtrand heute noch besonders auf ihr Auto angewiesen sind. Und darum haben wir in den Richtlinien der Regierungspolitik auch festgeschrieben, dass eine Haltestelle mit einer attraktiven Taktung zukünftig nicht weiter als 400 Meter vom Wohnort entfernt sein soll. Wir haben festgeschrieben, dass wir uns das Ziel eines 10-Minuten-Takts für den ÖPNV auch in den weniger dicht besiedelten Gebieten Berlins vornehmen. Und wir haben festgeschrieben, dass wir gerade im Außenbereich Fahrradparkplätze an den Haltestellen schaffen werden. Und ich füge dazu auch Mobilitätshubs, denn wir müssen auch die Sharing-Mobility endlich in ganz Berlin verfügbar machen. Wir verbieten niemandem das Autofahren, aber wir wollen, dass Menschen auf ihr eigenes Auto verzichten können. Und das bedeutet, wir müssen Mobilität auch für die ermöglichen, die kein Auto haben, weil sie sich's nicht leisten können oder weil sie feststellen, dass sie es schlicht nicht mehr brauchen. Und auch deshalb haben wir in den Richtlinien festgeschrieben, dass die Mobilitätswende sozialverträglich zu gestalten ist. Wir haben festgeschrieben, dass die bestehenden Vergünstigungen für Seniorinnen und Senioren, Schülerinnen und Schüler, Azubis und auch die Sozialtickets fortgesetzt werden sollen. Das alles sind große Vorhaben und ich hatte das vorhin schon erwähnt. Die werden nur mit großer Anstrengung, mit genügend Ressourcen und gemeinsam mit den Bezirken umsetzbar sein. Ich füge aber noch hinzu, auch nur gemeinsam mit unserem Nachbarland. Denn ich bin fest davon überzeugt, die Mobilitätswende in Berlin gelingt nur gemeinsam mit Brandenburg. Hier lautet ein entscheidendes Stichwort I2030. Denn selbstverständlich endet die Mobilität nicht an der Stadtgrenze. Schon jetzt gibt es rund 300.000 Menschen, die täglich zwischen Berlin und Brandenburg pendeln. Und es werden künftig deutlich noch mehr Menschen sein. Auch für sie brauchen wir Lösungen. Beispielsweise mit dem Ausbau der S-Bahn und der Regionalbahn. Und daher werden wir mit dem Projekt I2030 auch die Metropolregion stärken. Und wir werden mit I2030 über Berlin hinaus in die Mobilitätswende auch der Metropolregion investieren. Und auch hier sage ich ganz deutlich, dabei werden wir Prioritäten setzen müssen. Ohne klare Entscheidungen für oder eben damit auch gegen einzelne Projekte und einzelne Verkehrsmittel wird es nicht gehen. Und das aus einem einfachen Grund. Die Ressourcen, Personal, Geld und Zeit sind nur begrenzt verfügbar. Wir können es uns nicht leisten, alle Strecken für mehrere Verkehrsmittel parallel zu planen. Und deshalb war einer meiner ersten Außentermine als Senatorin ein Antrittsbesuch bei meinem Brandenburger Kollegen Minister Beermann. Und wir werden dieses Thema engagiert gemeinsam angehen. Aber lassen Sie mich noch einmal zurückkommen von Brandenburg nach Berlin. Ich sagte eingangs, Mobilität ist auch eine Frage von Freiheit, von Lebensqualität und Gerechtigkeit. Diese Trias muss natürlich um den zentralen Aspekt Sicherheit noch erweitert werden. Und hier gilt folgende Grundregel. Je schwächer die Verkehrsteilnehmenden, desto mehr Schutz benötigen sie. Von diesem Grundsatz haben wir uns auch in den Richtlinien der Regierungspolitik leiten lassen. Und die Schwächsten sind nun mal Radfahrende und Fußgängerinnen. Eins muss dabei klar sein. Einen umfassenden Schutz der Schwächsten werden wir nur erreichen, wenn wir nicht nur an einzelnen Stellschrauben drehen. Einen umfassenden Schutz erreichen wir nur mit weniger Autos und mit Entschleunigung. Anders formuliert, einen umfassenden Schutz erreichen wir nur mit der Mobilitätswende. Ein entscheidender Aspekt dabei wird der Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur sein. Die ist neben dem Ausbau des ÖPNV ein zentrales Element unserer Mobilitätswende. Und hier gilt zweifellos, wir müssen schneller werden. Wir müssen diesen Ausbau beschleunigen und schneller in die Umsetzung kommen. Und um dieses Tempo zu steigern, ist eines ganz entscheidend, eine konstruktive und zielorientierte Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Nicht Zuständigkeiten, sondern Lösungen müssen im Zentrum der gemeinsamen Arbeit stehen. Und deswegen habe ich auch schon im 100-Tage-Programm, das dieser Senat verabschiedet hat, den Bezirken zwei Angebote gemacht. Denn ich möchte in eine gute Zusammenarbeit mit den Bezirken kommen, um schneller zu werden bei der Umsetzung. Um bei den Radwegen schneller voranzukommen, die ja im Radverkehrsplan inzwischen auch festgelegt sind, wollen wir den Bezirken anbieten, dass wir uns im Sinne einer Projekteinheit gemeinsam, also Hauptverwaltung und Bezirke, die sich beteiligen wollen, gemeinsam an einen Tisch setzen und gemeinsam
Radspuren umsetzen, statt uns wochenlang und monatelang Anträge hin und her zu schieben, bis wirklich alle Voraussetzungen erfüllt sind. Und ich bin fest davon überzeugt, so wird der Radwegeausbau deutlich schneller vorankommen. Ein ähnliches Angebot haben wir den Bezirken übrigens vorzumachen bei der Umsetzung von Busspuren, die die Hauptverwaltung bereits angeordnet hat, die die Bezirke aber oft auch aus Mangel an Kapazitäten nicht so schnell umgesetzt bekommen. Beides sind freiwillige Angebote. Ich setze hier auf eine echte Kooperation auf Augenhöhe und auf ein agiles Arbeiten, wie das viele moderne Unternehmen längst eingeführt haben, wie es vielleicht bisher für die Zusammenarbeit von Verwaltung nicht üblich war. Die Richtlinien der Regierungspolitik, und damit bin ich fast am Ende auch schon, sehen unter anderem vor, dass wir Radverkehrsplan und natürlich den Ausbau des Radverkehrsnetzes umsetzen. Dabei geht es auch darum, das Vorrangnetz und die geschützte Radinfrastruktur an Hauptstraßen zu realisieren. Um das zu schaffen, werden wir Zuständigkeiten ändern. Wir werden die Zuständigkeit für Hauptstraßen ins Land führen. Auch das haben wir festgesetzt in den Richtlinien der Regierungspolitik. Ich sage hier aber auch ganz deutlich, diese Gesetzesänderung gibt es noch nicht. Es bleibt bis jetzt noch bei allen Zuständigkeiten. Auch deshalb unser Angebot an die Bezirke. Wir wollen jetzt ans Umsetzen kommen und nicht warten, bis wir eine Gesetzesänderung durchbekommen haben. Genau deshalb mein Angebot zur Zusammenarbeit im 100-Tage-Programm. Und auch hier nur noch einmal, um Ihnen die Dimension klarzumachen. In der letzten Legislatur wurden natürlich erstmal ganz viele auch gesetzliche und planerische Grundlagen gelegt. Und das war auch nötig und das war auch gut so. Insgesamt ist es in der letzten Legislatur gelungen, 130 Kilometer neue Radwege zu bauen. Wenn wir das schaffen wollten, was wir uns in den Richtlinien der Regierungspolitik vorgenommen haben bis 2027, dann müssen wir jährlich 280 Kilometer schaffen. Ich sage Ihnen das nur, um Ihnen die Dimension dessen, was wir uns vorgenommen haben, klarzumachen. Denn ich weiß, dass das kein leichtes Unterfangen ist. Ich weiß, dass das ein Unterfangen ist, wo wir auch an einzelnen Punkten hinter Erwartungen zurückbleiben werden. Aber die Vision, die ich Ihnen mit der Mobilitätswende skizziert habe, treibt uns an, treibt auch mich ganz persönlich an. Und deswegen bin ich voll guten Mutes, dass wir das hinbekommen können. Denn klar ist auch, bis spätestens 2045 muss Berlin klimaneutral sein, wenn es nach uns geht, deutlich früher. Denn der Klimawandel wartet nicht auf uns. Und deshalb geht es eben in den nächsten Jahren tatsächlich um nicht weniger als um einen gesamten Umbau unserer Stadt. Und das wird Zeit, Geld und Nerven kosten. Ich wünsche mir, dass wir Berlin gemeinsam neu gestalten können, hin zu mehr Freiheit, zu mehr Lebensqualität, zu mehr Gerechtigkeit und Sicherheit, hin zu einer neuen Mobilität. Sehr geehrte Abgeordnete, ich hoffe auf diesem Weg auch auf Ihre Begleitung. Durch Kritik ganz genauso wie durch gute oder auch bessere Vorschläge. Sie sind von den Berlinerinnen und Berlinern als Ihre parlamentarischen Vertreterinnen gewählt worden und als Gesetzgeberinnen gewählt worden. Und deshalb gelingt die Mobilitätswende auch nur mit Ihrer aller Unterstützung. Ich bitte Sie um diese Unterstützung und ich freue mich auf die Zusammenarbeit in den kommenden 5 Jahren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Senatorin, für diesen Aufschlag in der Debatte. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, darüber zu beraten. Es gibt schon einige Meldungen, die lese ich jetzt noch einmal vor. Es haben sich gemeldet Abgeordnete Friederizzi, die Abgeordnete Hassepass und der Abgeordnete Reifschneider. Gibt es weitere Wortmeldungen, die wir jetzt schon mal einmal aufnehmen könnten? Herr Latsch von der AfD-Fraktion, Herr Schenker hat sich noch gemeldet, Herr Graf. Okay, dann würden wir erstmal so verfahren und ich eröffne die Debatte mit Herrn Friederizzi. Sie haben das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Senatorin Jarasch, für diese Ausführungen. Es ist klar, dass in einer ersten Vorstellung Ihres mobilitätspolitischen Programms Sie natürlich nicht konkret immer auf Einzelmaßnahmen eingehen kann, weil Sie wissen ja gar nicht, was wollen die Abgeordneten wissen. Aber ich komme am Ende meines Beitrags noch zu ein paar konkreten Fragen. Vielleicht können Sie darauf ja noch eingehen. Der altdeutsche Begriff »Neue Besen kehren gut« scheint bei den Äußerungen, die Sie eben hier im Ausschuss gegeben haben, zuzutreffen. Ich freue mich auf diese Arbeit hier im Ausschuss, auch im Parlament oder wo auch immer dies möglich ist. Und das Angebot von Ihnen, in Dialog zu treten und auch
ja, bestimmte Ausführungen, die Sie eben gemacht haben, machen mich doch ganz hoffnungsfroh, dass die nächsten 5 Jahre hoffentlich andere werden als die letzten 5 Jahre. Wenn ich die letzten oder die ja, im letzten Drittel gemachten Ausführungen sehe, dass Sie kein flächendeckendes Fahrverbot in der Stadt haben wollen, dass Sie das Miteinander planen, dass Sie mehr kooperative Beteiligungsformen möchten, dass Sie sagen, dass Sie auch die Bezirke rechtzeitig, aber dann auch nachhaltig mit in die Verantwortung für die Mobilitätsplanung, für die konkrete Verkehrsplanung bei der Veränderung der Verkehrsfläche mitnehmen wollen und dann auch die Bürgerschaft natürlich im weitesten Sinne, dann höre ich das sehr gerne und das ist ein Paradigmenwechsel, den wir so in den letzten 5 Jahren aus Sicht der CDU-Fraktion bei ihrer Vorgängerin nicht gehört haben. Was ich Ihnen auch sagen möchte, ist, was ich sehr wohltuend empfand, vor 5 Jahren an dieser Stelle und auch bei der BVG hörten wir eine ganze Reihe von Projekten zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Im Kern die Straßenbahn. Dort hörten wir 6 Projekte, die gebaut werden sollten, von fast, glaube ich, 22 Kilometern Länge. Von denen sind 2 Kilometer gerade einmal realisiert worden. In Treptow, dort ist die Strecke so, dass die Anwohner sich zu Dutzenden beschweren und die Straßenbahn fährt inzwischen langsamer als der Bus parallel. So stelle ich mir die Verkehrswende nicht vor. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir die Straßenbahn in Berlin ausbauen. Ich stehe ausdrücklich auch dafür als Vertreter der Union. Es ist nur die Frage, ob man das in jeder Trasse machen muss. Ich sage mal die Sache mit der Leipziger Straße, da werden Sie merken, da hat die Union schon Probleme, weil ich sage, die Straße ist schon eigentlich viel zu eng und wenn Sie beabsichtigen, dort eine Radspur zu installieren noch, dann wird es eben sehr eng. Ich denke jetzt nicht nur an den Pkw-Verkehr, sondern eigentlich auch an den Lieferverkehr, den Rettungsverkehr. Der muss ja irgendwie durchkommen auf den Ost-West-Achse. Aber das mal als kleiner Ausgang. Aber die restlichen Projekte sind im Grundsatz in Ordnung. Und ich wünsche mir, dass wir bei den Verkehrsinfrastrukturvorhaben in Berlin einfach schneller werden. Andere Städte machen uns das vor, Düsseldorf, Hamburg oder Ähnliches. Ich will nicht jetzt die Diskussion über die U-Bahn an dieser Stelle schon wieder anfangen, aber U-Bahn-Planung, die 20 Jahre bis zur Eröffnung dauern, das dauert zu lange. Auch ehrlich gesagt, im Idealfall 7 Jahre für 1 Kilometer Straßenbahn vom Regierungsbeschluss im Senat bis zur Eröffnung durch die BVG-Chefin, das dauert zu lange. Und da gibt es verschiedene Stellschrauben, die man ansetzen könnte. Und ich habe in der letzten Wahlperiode immer gesagt, und das bitte ich Sie einfach mal mutig zu prüfen, Planungen für Verkehrsvorhaben mit Nutzen-Kosten-Analysen, Machbarkeitsstudien kann man sehr wohl auch parallel machen. Wenn Sie Projekte großer Infrastrukturverbesserungen, wie zum Beispiel den Bau von Straßenbahnen oder U-Bahn machen, muss natürlich, weil Berlin kann das ja gar nicht alleine bezahlen, diese grundsätzliche Untersuchung gemacht werden, oder es müssen frühzeitig Gespräche mit dem Bundesverkehrsministerium geführt werden, damit, und dem Finanzministerium, damit eine weitreichende finanzielle Unterstützung des Bundes für solche Vorhaben auch, ich sage es in Anführungsstrichen, abgegriffen werden kann. Das sind teilweise 80-90%, die verloren gehen, wenn einfach nichts passiert. Dies wünsche ich mir in dieser Wahlperiode von dieser Koalition und auch Ihnen. Zweitens, überlegen Sie, ob Sie mit diesen gewaltigen Planungsvorhaben, die hier in der Stadt anstehen, für was auch immer, auch für Radstreifen, da tun Sie es ja bereits mit der Infravelo, aber ob wir nicht vielleicht bei Brückenplanungen, bei Straßenveränderungen, bei Verkehrsflächen, Arrondierungen, Veränderungen, Verbesserungen, beim Bau neuer Straßenbahnstrecken und U-Bahnstrecken nicht einfach privates Planungs-Know-how mit reinnehmen. Weil Sie werden auf dem Markt der Bauingenieure, der Verkehrsplaner kaum noch jemanden finden, der im öffentlichen Dienst anfängt. Alles das findet in der Privatwirtschaft statt und ich sage Ihnen, ich prophezeie Ihnen, es wird nicht anders gehen. Und ich bitte Sie darauf zu achten. Sie werden wahrscheinlich anmelden, mehr Planer stellen für den nächsten Haushalt. Nur das wird sich nicht realisieren lassen in der Praxis. Sie werden keine Verkehrsplaner, Ingenieure finden auf dem Markt, die in der Verwaltung anfangen, zumal, und das ist bei der Finanzverwaltung ja oft der Fall, zumindest bei der vergangenen, diese auch immer mit dem Primat der Befristung ausgestattet werden. Das ist gefährlich, weil sie finden dann keine Leute. Ich möchte Sie noch bitten, zu einigen Themen, die Sie natürlich jetzt auch in der Kürze Ihrer sogenannten kleinen Regierungserklärung nicht haben darlegen können, noch einige Ausführungen zu machen. Einige Ausführungen vielleicht zum Fußverkehr.
Wir haben in Berlin ja die meisten, also 99,9% der Menschen bewegen sich zu Fuß durch die Stadt irgendwann, immer an diesem Tag, wie wir da zu Verbesserungen und zur Projektion der Zero-Tote in Berlin kommen. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Sie haben den Radverkehr angesprochen. Sie geben mit Ihrer Richtung vor, künftig eher kooperativ bei der Gestaltung des Verkehrsraums vorzugehen. Da höre ich sehr gerne diese Worte. Ich hoffe, dass die Taten auch ähnlich werden. Dann bitte ich Sie, wir sind alle in einer Phase des Wachstums. Das sehen wir an einer Wohnungsknappheit, das sehen wir, dass die Stadt attraktiver wird. Wir haben im Moment vielleicht keinen großen Zuwachs in der Bevölkerung. Ich glaube aber, nach Corona wird sich das wieder bessern. Man muss den Raum, Verflechtungsraum mit Brandenburg auch sehen, dass hier ein gesamthaftes Bevölkerungswachstum ansteht und dass diese wesentlichen Verkehrsinfrastrukturentscheidungen, dazu gehört natürlich auch der Radverkehr, aber auch der U-Bahn-Ausbau und der Straßenbahnausbau forciert werden müssen. Und ich sage es Ihnen noch als Vertreter der Union, Sie haben gesagt, das Bundesverkehrsministerium soll ein Verkehrsgutachten oder ein Konzept entwickeln. Vielleicht kann Herr Reifenstein nachher noch mal darauf eingehen. Was beinhalten soll, was passiert eigentlich mit dem Verkehr, wenn die A100 am Baumschnitt 16 fertig ist, am Treptower Park passieren soll? Da soll ein Verkehrskonzept des Bundes herkommen. Das ist nicht die Aufgabe des Bundes, das ist Ihre Aufgabe, den Verkehr in Berlin zu organisieren. Der Bund gibt das Geld, die Planung machen Sie für den Bau der A100. Und ich sage es Ihnen ganz deutlich, der Weiterbau der A100 mit dem Bauabschnitt 17 ist ja weitestgehend untertunnelt, bundesfinanziert zu 100%. Ist wahrscheinlich das beste Verkehrskonzept, um am Treptower Park eben keinen Stau zu erzeugen, weil es weitergehen soll zur Frankfurter Allee und zur Storkower Straße. Das mal als Hinweis. Dann müssen wir natürlich auch sehen, dass wir die TVO in dieser Wahlperiode weiter nicht nur planen, sondern am besten auch beginnen. Das ist etwas, und da gucke ich mal zu den Sozialdemokraten, was wir schon in unserer Wahlperiode nicht gemeinsam hinbekommen haben. Rot-Rot-Grün hat es in der letzten Wahlperiode nicht hingekommen, aber nun muss der große Wurf gelingen. Wir hören ja auch bei der Deutschen Bahn weitestgehende Zugeständnisse bei der Trassierung, und das ist ja wichtig für die Führung der Straße, mit übrigens auch einem ordentlichen Gehweg, einer Leistungsfähigkeit des Straßenverkehrs und einer Radverkehrsanlage darauf, was ja auch diese ganze Implikation dazu geführt haben, warum es bisher noch nicht begonnen wurde, das muss man ja auch bedenken, dass Sie dazu bitte auch noch ein paar Ausführungen machen möchten. Ich möchte noch einen kurzen Ausflug machen, der mir sehr gefallen hat. Das wird vielleicht den einen oder anderen wundern, weil Sie kennen mich, dass ich gerade auch in Parlamentssitzungen, auch hier im Ausschuss immer wieder bestimmte Dinge angemahnt habe, weil sie einfach nicht geklappt haben. Und ich freue mich, dass Sie das gesagt haben. Sie denken nicht nur die Innenstadt, Sie denken auch die Außenstadt. Und Sie fügten hinzu, auch Brandenburg. Der Verflechtungsraum mit Brandenburg ist so unermesslich wichtig. Nicht nur, weil uns viele zahlungskräftige Menschen verloren gegangen sind, die da rausgezogen sind, sondern diese Menschen arbeiten ja in Berlin. Und die müssen nach Berlin, am besten vor der Stadt umgestiegen in den öffentlichen Nahverkehr. Und ich bitte Sie, mit dem Land Brandenburg darüber zu reden, wie wir genau das realisieren. Ihre Vorgängerin hat immer gesagt, P&R-Parkplätze kommt gar nicht in Frage. Das muss Brandenburg klären und am besten sollen die Leute bitte mit dem öffentlichen Nahverkehr oder mit dem Fahrrad zu dem Bahnhof fahren, der S-Bahn und der Regionalbahn, um dann nach Berlin reinzufahren. In der Realität in Brandenburg ist das allerdings anders. Wenn der Bus im 2-Stunden-Takt fährt und Sie so ein Wetter haben wie heute oder auch ein Drittel des Jahres es eben nicht so attraktiv ist, dann fahren die Leute eben doch mit dem Auto. Und dieses Problem muss gelöst werden. Und das können wir nicht aus Berlin lösen, das muss in Brandenburg gelöst werden. Und damit die Menschen eben nicht mit dem Auto bis hier nach Berlin-Mitte fahren, aus Brandenburg, ist es wichtig, dass sie vorher umsteigen. Und am besten vor der Stadt. Dann haben Sie vielleicht manche Dinge, die die Union sich überlegt hatte, mal gesagt, wir müssen die B-Zone ausweiten, damit die Leute es auch attraktiver finden, in Brandenburg zuzusteigen, sicherlich im Kopf. Das ist sicherlich eine Sache. Das müssen Sie nicht gut finden. Aber das ist aus der Not geboren, dass es vor der Stadt eigentlich gar keine Umsteigemöglichkeiten gibt in den öffentlichen Nahverkehr. Und wir in den Stadtrandlagen Berlins, Lichterfelde, Frohnau, Lichtenrade, in Köpenick, in vielen anderen Ortsteilen unserer Stadt,
im Verkehr ersticken, weil die Leute einfach nach Berlin reinfahren und dann den ersten S-Bahnhof oder Regionalbahnhof nehmen, um hier einzusteigen. Das sehe ich übrigens auch bei der Freude, dass wir Köpenick jetzt beginnen. Wenn es keine Lösung gibt, steigen die Leute aus Brandenburg in Köpenick in die Bahn ein, weil sie ganz schnell dann in der Stadt sein wollen. Und das ist keine Lösung. Sie müssen vor der Stadt einsteigen. Und nur noch ein großes Thema. Es wird Sie vielleicht wundern, ich bin hier schon eine Weile im Abgeordnetenhaus und ich gehöre diesem Verkehrsausschuss, glaube ich, fast durchgehend seit 1995 an. Es gibt ein durchziehendes Thema neben dem Fernverkehr der Bahn, wo ich Sie auch noch mal bitte, was zu sagen, wie können Sie sich die Kooperation mit Brandenburg über das I-2030-Projekt hinaus vorstellen, bei der Entwicklung von weiteren Fernverbindungen nach Polen, nach Tschechien. Das ist nämlich auch sehr wichtig, um diesen Mikroluftverkehr ein bisschen zu reduzieren. Wie stellen Sie sich künftig die Funktion des Flughafens BER vor? Sie haben zur Erreichbarkeit vorhin was gesagt, das war auch sehr in Ordnung, verstehe ich auch alles. Mir fehlte da allerdings die U7 mit Blick auch auf die Sozialdemokratie, aber wie auch immer. Wie stellen Sie sich die Zukunft des Flughafens BER vor? Am Konzert der Flughäfen Deutschlands. Wir haben das unangefochtene Luftverkehrskreuz Frankfurt auf Platz 1 in Corona-Zeiten mit 25 Millionen Fluggästen. Wir haben München mit 14 Millionen und dann kommt Berlin mit 10 Millionen. Die Lufthansa schneidet uns in Berlin, wo es nur geht. Ich kritisiere das an jeder Stelle, weil ich es auch nicht verstehe, warum wir jeden Tag inzwischen 20 Flugzeuge nach München und Frankfurt verfrachten, damit die Leute von dort interkontinental fliegen und auch wieder zurück. Deswegen sind diese Drehkreuze übrigens auch so voll. Das ist Ziel- und Quellverkehr, der in Berlin anfällt. Mir tut es weh, dass wir Qatar Airways haben. Wir haben einen Flug, glaube ich, nach Peking oder Mongolei. Wir haben Fliegen nach Dubai, Abu Dhabi. Und ich glaube, im Frühjahr kommt ein Flug in die USA hinzu. Wir sind die deutsche Hauptstadt. Wir brauchen da mehr Verbindung. Jetzt mal unabhängig davon, dass wir alle, zumindest denke ich mal, fast alle uns was überlegen müssen, wie wir die Energie im Rahmen der Mobilität verringern können. Aber trotzdem ist es doch Realität, dass eine Stadt wie Berlin international besser angebunden werden muss. Wir sind Bahnknotenpunkt Nummer 1 in Kürze in Deutschland. Wir werden Frankfurt demnächst überflügeln, auch durch das wunderbar konzipierte Nachtzugnetz einer neulich stattgefundenen Tagung. Aber wir müssen auch im Luftverkehr an diesem Flughafen, wo ich ja auch erfahren habe, dass am 27. März, der Finanzsenator hatte ja das noch nachgereicht, dass Terminal 2 eröffnen werden am Flughafen BER. Wir haben Kapazitäten an diesem neuen Flughafen, der darunter ja leidet, dass er eigentlich nicht genug ausgelastet ist und deswegen Tag für Tag auch heute Minus macht. Wir brauchen internationale Flugverbindungen für Arbeitsplätze, für Wirtschaftskraft und für das Renommee unserer Stadt. Dann kommen die Leute der Wirtschaft, der Kultur, der Wissenschaft und so vieler Dinge hier nach Berlin, die wir jetzt in Frankfurt haben. Wie stellen sich künftig die Funktion des Flughafens BER vor? Mein Schlusssatz ist, ich freue mich auf die Zusammenarbeit, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir werden das konstruktiv und kritisch begleiten, die vier Abgeordneten der CDU-Fraktion. Ich freue mich auf die nächsten 5 Jahre mit Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Friederici. So, jetzt haben wir Frau Hassepass als Rednerin. Und genau, ich bin noch dazu gekommen am Ende der Rednerinnenliste. Also wenn es Meldungen gibt, können Sie sich natürlich auch jederzeit melden. Wir nehmen das dann auf. Frau Hassepass, bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Vielen Dank auch an Frau Senatorin für die Ausführung. Und ich würde tatsächlich gerne gleich mal an Herrn Friederici anschließen, weil ein paar Worte sind mir da sehr eingänglich erschienen. Und zwar haben Sie das Miteinander betont, was ich auch total wichtig finde. Und ich hoffe, dass wir hier, wir haben ja viele gemeinsame Ziele auch, dass wir hier tatsächlich auch miteinander Kompromisse finden, Lösungen finden, damit wir unseren Bürgerinnen und Bürgern da draußen das geben können, was sie sich erhoffen, nämlich eine Verkehrswende, die sicher ist und umweltgerecht. Und ich habe mir gerade überlegt, dass man diesen Mobilitätsausschuss natürlich mit einem Subtitel auch benennen könnte, und zwar Machen statt Meckern. Da würden wir wahrscheinlich ziemlich schnell vorankommen.
Sie haben auch den Fußverkehr angesprochen, den Radverkehr und die Verkehrssicherheit. Ich finde, da sollte man noch mal auf die Zahlen gucken. Wir wissen, dass 27% der Wege komplett zu Fuß genommen werden und 18% der Wege komplett mit dem Rad. Wenn man das schon mal addiert, dann sieht man, wenn man da die Sicherheit schützt, dann hat man schon mal viele Interessen unserer Bürgerinnen und Bürger bedient. Wenn wir uns Berlin angucken, und ich nehme das immer gerne im Vergleich zu Hamburg, weil ich aus Hamburg komme, und ich war letzten Herbst auch in Hamburg, als da diese Mobilitäts-Innovationsveranstaltung war, und man hat in allen Zeitungen gelesen, wie stolz die Hamburger und Hamburgerinnen auf ihre Stadt sind, weil sie das toll finden, an diesen Pilotprojekten mitzumachen. Und das wünschen wir uns für Berlin natürlich auch. Also wir sind eine mega attraktive Metropole und wir sind in vielen Sachen auch Vorreiter und Wegweiser, aber im auf die Straße bringen eben noch nicht. Und wenn wir uns Berlin angucken, dann merken wir, dass wir in einem sehr, sehr engen Korsett stecken, was durch den Autoverkehr geprägt ist. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten 5 Jahren die Möglichkeit haben, uns von diesem Korsett zu befreien und Berlin zu befreien, um auch dann weitere Städte zu befreien, weil wir die Strahlkraft haben, auf andere Städte auszustrahlen. Ich muss sagen, in meinem Umfeld, also ich bin in Friedrichshain, habe ich lange Jahre gewohnt, da habe ich mich so verabredet, wenn ich mit Kindern unterwegs war, dass ich an U-Bahnhöfen aussteigen konnte, die einen Fahrstuhl hatten, weil es an vielen U-Bahnhöfen gar nicht ging. Oder ich habe Leute gefragt, die mir helfen. Und ich habe mir immer die Überlegung gemacht, wenn ich jetzt keinen Kinderwagen schleppen würde, sondern selbst im Rollstuhl sitzen würde, wäre das nicht so leicht, einfach da 2 Leute zu kriegen, die mich runtertragen würden. Und ich glaube, das hatte ja Frau Jarasch eben auch schon gesagt, die Verkehrssicherheit, die Gerechtigkeit, aber auch die Teilhabe sollten wichtige Perspektiven in unserer Mobilität sein. Und zu der Teilhabe gehört eben auch die soziale Gerechtigkeit. Denn wir wissen auch, dass gerade die Leute leiden, die an dicht befahrenen Straßen wohnen, die eben nicht viel Geld haben. Und wir sprechen immer von der Krankenschwester, die ihren Pkw zum Schichtdienst braucht. Aber ehrlich gesagt, in meiner Umgebung gibt es auch viele Handwerkerinnen und Handwerker, die zum Beispiel, wenn sie nachts mit der S-Bahn nach Hause kommen und am Bahnhof ihr abgestelltes Fahrrad nicht mehr vorfinden, ebenso leiden. Also da müssen wir auch ran, dass wir diese Leute, die anders mobil unterwegs sind, unterstützen. Und zu dem Andersmobil unterwegs. Ich habe gestern auf Radio 1 bei Rad und Roll gehört, dass zum Beispiel Hamburg sagt, ja, wir wollen die Mobilitätsarten, die besonders vernünftig, wirtschaftlich und klimaschonend sich bewegen, die wollen wir besonders unterstützen. Und wir wissen es alle, wir können mit den Fahrrädern und den Lastenrädern auch auf Parkplätzen parken. Das ist gar kein Problem. Das sagt die Straßenverkehrsordnung ganz klar. Wird nicht immer von Autofahrerinnen und Autofahrern honoriert, aber das gilt. In Hamburg ist man dazu übergegangen, dass man sagt, ja, wenn man sein Lastenrad jetzt auf Parkplätzen parkt, die gebührenpflichtig sind, dann sind die Lastenräder davon natürlich ausgenommen. Weil die möchten wir natürlich besonders stärken. Und das finde ich zum Beispiel ist eine gute Sache, dass wir sagen können, ja, wir wollen die wirtschaftliche und vernünftige Mobilität stärken. Ich wünsche mir tatsächlich einen Paradigmenwechsel von größer, schneller, stärker zu kleiner, sicherer, barrierefreier, damit wir einfach auch wieder mehr Menschen die Möglichkeit geben, an dem Leben unbeschwert teilzunehmen, weil ich von Freunden höre, mein Sohn würde gerne sonntags mal für uns Brötchen holen, aber mit 7 Jahren traue ich ihm noch nicht zu, alleine über die Straße zu gehen. Was ist, wenn er angefahren wird? Das wollen wir nicht. Also wir wollen, dass jeder sich draußen sicher bewegen kann. Und ja, ich glaube, das war es erstmal. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Hassepass. Sie können sich ja auch noch mal melden, wenn Sie noch etwas ergänzen möchten. Wir machen weiter. In der Reihenfolge ist jetzt dran Herr Reifschneider. Und Herr Latschte kann sich auch schon mal vorbereiten, wäre dann als nächstes dran. Bitte schön. Prima, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Dann möchte ich mich sozusagen in den Reigen der Co-Referate einbringen.
Dann nochmal erstmal herzlichen Glückwunsch an die Senatorin jetzt zu diesem Tagesordnungspunkt, zu dem neuen Amt. Ich glaube, Sie haben wirklich, wenn es nach mir geht, das mit Abstand spannendste Amt in dieser Stadt auf Senatorenebene. Ich glaube, was Sie zur mit guter Regierungsführung für die Lebensqualität der Berlinerinnen und Berliner sowohl im Bereich Verkehr als auch im Bereich Umwelt- und Klimaschutz beitragen können, das kann die Stadt über Jahrzehnte positiv prägen. Und im Verkehrssektor dauert es halt manchmal auch ein paar Jahre, bis sich Dinge positiv verändern. Wir sehen es bei dem U-Bahn-Bau, aber selbst bei der Frage, wie lange dauert es, einen Zebrastreifen aufzustellen. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche Ihnen wirklich aus vollem Herzen gutes Gelingen für Ihre Vorhaben. Und nicht, weil ich mit all Ihren Vorhaben einverstanden bin, aber weil ich Ihr Angebot ernst nehme, dass Sie mit uns auch als Opposition, auch wenn wir nur eine kleine Oppositionsfraktion sind, in den konstruktiven Dialog treten wollen über gute, ausgeglichene Lösungen. Und das ist auch unser Angebot. Wir werden Sie an vielen Stellen kritisieren, weil wir Teile Ihrer Zielvorstellungen, die Beseitigung des motorisierten Individualverkehrs aus der Stadt, nicht teilen, auch nicht als langfristige Lösung nicht teilen. Das ist nun mal auch klar vorangestellt. Aber wir werden in vielen Bereichen auch sehr, sehr konstruktiv Gegenvorschläge machen. Ich denke, was uns eint, ist, dass wir ein ganzheitliches Mobilitätskonzept nicht nur für Berlin brauchen, sondern tatsächlich für die Metropolregion Berlin-Brandenburg. Und der Kollege Friederizzi hat das auch schon ausgeführt, auch darüber hinaus. Aber jetzt, wenn es um die städtische Mobilität geht, ist halt vor allen Dingen dann Berlin bzw. der Großraum, die Metropolregion und die Verbindung mit Brandenburg entscheidend. Also ein ganzheitliches Mobilitätskonzept, und zwar idealerweise anhand der realen Verhältnisse, des realen Verhaltens der Menschen. Ich weiß, dass Sie ganz besondere Zielkonzepte oder Zielvorstellungen zum Modal Split haben und sagen, daraufhin müssen wir hinplanen, dann werden sich die Leute schon anpassen. Da bin ich etwas skeptischer, ob man die Leute in andere Mobilitätsverhalten sozusagen zwingen, hinführen oder natschen kann, wie man das auch immer dann bezeichnet, senatsseitig. Also realistische ganzheitliche Mobilitätskonzepte und realistische Szenarien und nicht zu viel versprechen, weil das fördert und hat in den vergangenen 10 Jahren auch wahnsinnig viel Frust erzeugt bei den Menschen. Also realistische Erwartungen erzeugen. Sie haben vorhin den Vergleich zu Paris angesprochen. Super, Paris ist eine tolle Metropole. Ich hoffe, alle hatten die Gelegenheit, schon mal dorthin zu fahren. Und wer es nicht hat, kann ich nur empfehlen. Wir haben immer natürlich im Vergleich zu Berlin auch ein paar Besonderheiten. Im Vergleich zu Berlin, wir haben zu Paris, wir haben zum Beispiel relativ viel Platz. Also Berlin ist eine sehr große, flächige Metropole und das ist super. Paris baut gleichzeitig wahnsinnig viele Nahverkehrsverbindungen auf, U-Bahn-Linien gleichzeitig. Wenn das Ambitionsniveau auch in Berlin ist, super. Nur als Beispiel. Also, Sie haben die wundervolle Aufgabe, und da sind Sie gar nicht drauf eingegangen, interessanterweise, oder zumindest nicht schwerpunktmäßig darauf eingegangen, die Verbindung des Mobilitätsbereichs, des Verkehrssektors, der Verkehrsplanung mit der Stadtentwicklung. Also da muss man ja drei Maßstäbe mal mindestens anlegen, dass dort, wo die Menschen leben, gute Verkehrswege sind. Das ist heute nicht überall der Fall. Sie haben das mit Ihren 400 Metern zur nächsten Haltestelle angesprochen, aber da muss natürlich mehr folgen. Dann muss dort gebaut werden, Wohnraum entstehen, wo Verkehrswege bereits existieren oder Verkehrswege leicht sozusagen abgezweigt werden können. Und dann müssen dort Verkehrswege hingebaut werden, wo auch neuer Wohnraum entsteht. Als jemand, der für die FDP Pankow hier kandidiert hat, also wir haben ganz große Projekte im Blankenburger Süden, in der Elisabethaue und an verschiedenen anderen Stellen, da muss natürlich mehr passieren. Auch zum Thema U-Bahn, hätte man das vor 10 Jahren bereits angefangen zu planen, als die Ideen auch ventiliert wurden und aufgekommen sind, dann wären wir heute ein ganzes Stück weiter. Also da muss mehr passieren, auch was sozusagen da den ÖPNV angeht, da reicht wahrscheinlich eine Tram nicht aus. Ich bin ganz bei Ihnen, wenn es darum geht, die Straßenverkehrsordnung tatsächlich auch umzusetzen und die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung auch zu kontrollieren. Das wünschen wir uns sehr, weil das, wenn sich denn alle Leute hinreichend wenigstens an die Straßenverkehrsordnung hielten, wir viele Probleme weniger hätten.
Und ich sage das auch ganz gezielt mit dem Blick sowohl auf den Park, auf die Frage, wie Menschen parken, als auch was Geschwindigkeiten angeht, aber auch was natürlich manches Fahrverhalten bei Dunkelorange und sowas angeht. Am Ende ist für uns Mobilität immer eine freie Entscheidung und sollte eine freie Entscheidung sein. Und das setzt voraus, dass man tatsächlich verschiedene Wahlmöglichkeiten hat. Aber dann darf man sich eben auch, wenn man mehrere Wahlmöglichkeiten hat, frei entscheiden. Und deswegen ist es für mich am Ende keine Frage, ob die Menschen auf ihr Auto angewiesen sind, also nach irgendwelchen objektivierbaren Kriterien keine andere Wahl haben, als ihr Auto zu nutzen, sondern Autofahren darf auch eine freie Entscheidung sein. Und das unterscheidet uns da ein Stück weit, denn am Ende ist Mobilität immer auch ein Stück weit nicht nur Ausdruck der Individualität oder ist Ausdruck der Individualität, es ist lebensstilprägend, hat was mit Identitäten zu tun und deswegen ist es einfach eine Frage, die man nicht politisch so einfach auch steuern kann, wie sich Mobilität im Alltag bei den Menschen entfaltet, auch mit Blick auf den angestrebten Modal Split. Autos verschwinden also nicht, nur weil es irgendwie weniger Parkplätze gibt. Wir brauchen tatsächlich in der Stadt und auch im hochverdichteten urbanen Raum nachfragegerechtes Parkraumangebot. Das muss nicht alles auf öffentlichen Straßenland sein. Parkraum darf auch was kosten und dazu wird es ja auch Vorschläge noch geben. Auch Parkhäuser kosten ja was. Wir brauchen, da wünsche ich Ihnen gute Erfolge bei den Verhandlungen mit Ihrem Parteikollegen, dem Finanzsenator, Investitionen in einen leistungsfähigen Massentransport an verschiedenen Stellen, in die individuelle Mobilität. Fußverkehr wurde schon angesprochen, Radverkehr natürlich auch. Es gibt natürlich noch anderen individuellen, auch motorisierten Verkehr. Und wir brauchen wahrscheinlich extrem hohe und höher als bislang erwartete Investitionen in die Instandsetzung und Sanierung von der schon bestehenden Verkehrsinfrastruktur. Mein Eindruck ist, dass dort in den letzten Jahren eher gespart wurde, als dass breit investiert wurde. Und dann noch ein Blick auf die soziale Teilhabe, die angesprochen wurde und wen man alles begünstigt oder auch nicht begünstigt, auch wenn es dann um Parkraumbewirtschaftung geht oder bei BVG-Tickets. Bitte nehmen Sie nicht nur die Leute in den Blick, die auf Transferleistungen angewiesen sind oder aufgrund ihres Studierendenstatus begünstigt werden sollen, sondern es gibt auch eine ganze Reihe an Menschen mit geringen Einkommen, die oberhalb der Schwelle sind, wo man irgendwie Sozialleistungen erhält. Und die sollen am Ende, wenn sie sich ihr BVG-Ticket kaufen oder Parkraumbewirtschaftungsmaßnahmen unterworfen sind, nicht notwendigerweise schlechter stehen als die Leute, die Sozialhilfe bekommen. Also da sollen Sie keine Schere aufmachen, die zu einer neuen sozialen Spaltung führen. Ich würde mich freuen, wenn Sie in Replik auf die verschiedenen Co-Referate auch noch Gelegenheit finden, auf die jetzt unmittelbar anstehenden Projekte eingehen könnten. Beispielsweise haben wir das Thema Wirtschaftsverkehr. Eigentlich hätte das ja in der letzten Legislaturperiode schon beschlossen werden können, wäre auch sehr, sehr hilfreich gewesen. Deswegen da die direkte Frage, wann kommt das? Muss da noch was umgemodelt werden an dem Gesetzesvorschlag, wie er schon vorlag? Oder was ist da die Planung? Ähnliches auch im Bereich der neuen Mobilität. Dann würde mich sehr, sehr, sehr interessieren, wie Sie den Klimacheck beim U-Bahn-Bau planen. Ob das sozusagen zum K.O.-Kriterium für den U-Bahn-Bau gemacht werden soll, wie das von einigen, auch Ihrer Parteifreunde, schon sozusagen insinuiert wird, da sich das ja nie amortisieren würde, wenn man da die Strecken betrachtet. Also deswegen, wie soll der Klimacheck beim U-Bahn-Bau umgesetzt werden? Und auch mit Blick auf die Richtlinien der Regierungspolitik, sprechen Sie über das Personenbeförderungsgesetz, die Umsetzung hier auf Landesebene. Und dann steht da der wunderbare Satz drin, ich kann es jetzt nicht wortwörtlich zitieren, aber paraphrasieren, dass Sie dazu eine Arbeitsgruppe einrichten wollen, was schön ist, die im ersten Halbjahr, was ambitioniert ist, mit Vertretern der Zivilgesellschaft und des Abgeordnetenhauses zusammenkommen soll. Da wir jetzt hier die kleinste Oppositionsfraktion sind, ist das eine Einladung nur an die Regierungskoalition oder auch an die Opposition? Und wenn ja, auch an die kleinste Oppositionsfraktion. Also wie ist da die Ausgestaltung?
Ich hätte noch viele weitere Fragen, aber ich würde mich schon freuen, wenn Sie zu diesen drei letztgenannten Punkten einigermaßen konkret werden könnten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Reifschneider. Dann ist jetzt an der Reihe Herr Latsch. Bitte schön. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, was soll ich sagen, Frau Jarasch, Frau Senatorin Jarasch, wie wohltuend das Ihr Vortrag war, und ich habe Sie auch schon beim RBB gesehen, gemessen an Ihrer Vorgängerin, das kann ich kaum in Worte fassen. Ich habe jetzt den Eindruck, hier entsteht ein Verkehrskonzept. Im vorigen Falle hatte ich 5 Jahre lang den Eindruck, die Frau wusste gar nicht, was sie hier machen sollte. Und insofern kann es nur besser werden. Was das Thema ÖPNV, insbesondere den Schienenverkehr betrifft, da sind wir ganz bei Ihnen. Alles wunderbar, bis auf die Straßenbahn oder Tram, je nachdem, wie man sie nennen will, innerhalb des S-Bahn-Ringes. Das tragen wir nicht mit, da trägt sie nur zur Verkehrsbehinderung bei. Besondere Unterstützung haben Sie natürlich auf unserer Seite bei der U-Bahn. Und deswegen finde ich es auch sehr bedauerlich, dass Sie da so zögerlich zur Sache gehen und nur von Planen und Prüfen und Kosten prüfen und so weiter sprechen, weil der besondere Kosten-Nutzen-Effekt der U-Bahn liegt ja nicht nur in den Kosten der Produktion und der Nutzung, sondern vor allen Dingen in dem Raum, der dadurch freigesetzt wird beim Transport von Menschen. Das ist ein Nutzen, der sich nicht in Geld ausdrückt, aber in Lebensqualität. Und ich hoffe, Sie beziehen sich beim U-Bahn-Bau nicht nur auf die monetäre Seite, sondern betrachten auch diese enorme Lebensqualität, die dadurch entsteht, dass Transportleistungen in großer Menge außerhalb unseres normalen Lebensraums am hellen Tageslicht stattfindet. Insbesondere natürlich die U3, da weiß ich gar nicht, was es da noch zu überlegen gibt, diese 300 Meter oder was das sind, da endlich anzuschließen und damit ein wirklich schlüssiges Netz zu gestalten, das ist lange überfällig. Dass Sie sich da jetzt 5 Jahre Zeit nehmen wollen mit Prüfen und Planen, das ist allerdings aus unserer Sicht kritikwürdig. So, dann schreiben Sie von einem CO2-freien Fuhrpark. Frau Jarasch, es gibt keinen CO2-freien Fuhrpark und erst recht nicht mit Batterieautos oder Batteriebussen. Das ist Augenwischerei, die auch auf Bundesebene betrieben wird. Es mag sein, dass da vor Ort kein CO2-Ausstoß stattfindet, aber die Produktion dieser Batterien braucht so viel CO2, wie ein Diesel im Laufe seines Lebens dann am Ende an Dieselkraftstoff verbraucht. Und in diesem Sinne halte ich das einfach für Augenwischerei zu behaupten, das wäre CO2-frei, dieser Verkehr. Tatsächlich ist er natürlich vor Ort emissionsfrei. Und das ist ja auch eine angenehme Sache und etwas, was man einbeziehen muss. So, die Reduzierung des Parkraums bei gleichzeitiger Erhöhung der Parkgebühren, so ein zweischneidiges Schwert. Wir sind ja auch dafür, wir haben ja, oft wird ja hier Paris oder Barcelona zitiert, im Abgeordnetenhaus, gerne zitiere ich da auch Barcelona mit seiner Blockbebauung, die verkehrsfrei ist. Ja, sind wir sofort dabei, wunderbar, finden wir ganz toll. Allerdings nur dann, wenn Sie auch den passenden Parkraum für die Fahrzeuge derer schaffen, die da in diesen Blocks wohnen, bestenfalls unten drunter. Also direkt vom Block runter in die Tiefgarage und von da aus wegfahren vom Block oder ankommen beim Block. Das wäre doch eine tolle Sache. Dann sind wir da sofort beieinander. Auch wir sind natürlich für verkehrsfreie Zonen. Warum denn nicht? Selbstverständlich. Lebensqualität ist immer, und deswegen auch U-Bahn, immer die oberste Priorität bei allem. Das heißt aber auch die Lebensqualität, dass ich mein Auto nutzen kann, wenn ich den Bedarf dafür sehe. Dann kommen wir zu dem Punkt Berlin-Pass. Ich bin ganz aufmerksam geworden, als der Kollege von der FDP davon sprach, weil ich erstaunlich finde, dass wir beide das gleiche Thema hier an dieser Stelle haben. Wir nähern uns ja mit Wohngeld, mit Berlin-Pass, mit Zuschuss zu Heizkosten und so weiter für Sozialbedürftige immer mehr denen an, die aus Arbeit leben. Oder vielleicht überholen wir die auch schon mittlerweile. Also an Lebensqualität haben die auf jeden Fall schon wesentlich mehr als diejenigen, die für das gleiche oder vielleicht sogar weniger Geld arbeiten gehen müssen. Das ist aus meiner Sicht einfach übertrieben. Das passt vorne und hinten nicht mehr zusammen. Da sind Senioren natürlich ausgenommen, die haben ihr Arbeitsleben hinter sich. Aber ganz normale Menschen, die normalerweise ein Arbeitsleben vor sich haben, und die werden ja auch in unseren Arbeitsprozessen gebraucht. Insofern sollten die sicherlich keine Anreize haben, sich dem Arbeitsprozess zu entziehen, weil das Leben auch ohne Arbeit genauso schön ist wie mit.
Und dann sehen wir, dass hier Berlin von vornherein ja eine sehr geringe Kfz-Quote hat. Also wir haben ungefähr 34% Kfz-Quote, also 340 Autos auf 1000 Haushalte in Berlin. Das ist schon sehr, sehr gering. Andere Großstädte liegen zwischen 450 und 650. Und viele von denen sehe ich auch nur rumstehen. Da frage ich mich, wofür hat der Mensch ein Auto? Braucht man für den wirklich einen Parkplatz? Da haben Sie da mit Ihrer Politik sicherlich recht, aber gleich der Nachbar von dem ist unter Umständen jemand, der ganz dringend darauf angewiesen ist. Wie also kriegen wir es jetzt hin, dass derjenige, der es nicht braucht, darauf verzichtet und derjenige, der es braucht, ohne besondere Umstände, ohne Qualen, die Sie ihm auferlegen, ohne besondere Kosten, die Sie ihm auferlegen, sein Auto auch benutzen kann? Ich habe ja schon da gerade so ein bisschen Ohrenrasseln bekommen. Ich habe den Unterschied zwischen Ihnen gehört und Ihrer Fraktion, den Grünen. Das war ja erschreckend, wie ideologisch festgesetzt da noch alles ist, was wir auch in der letzten Legislatur erlebt haben. Im Gegensatz dazu ja ein ganz anderes Programm, das Sie uns hier gerade vorgestellt haben. Dazu dieser Stelle möchte ich auch mal gleich sagen, es wird ja oft mit Paris oder Barcelona verglichen. In Barcelona gibt es eine tiefgelegte Autobahn, die führt direkt am Meer entlang, kein Mensch merkt es. Und da lässt sich auch gleich Abgas einigen in den Ausströmungen und so weiter. Alles wunderbar. Wenn man sich also mit anderen Großstädten vergleicht, dann muss man auch die andere Seite der Medaille betrachten. Das heißt, der Verkehr fließt da. Und nur weil ich da nicht in den Block reinfahren kann, ist das bestimmt nicht so eine große Behinderung, dass ich das nicht überleben würde. So, und dann nehmen wir dann Paris dazu mit der Peripherie, die ja viel enger ist als unser S-Bahn-Ring zum Beispiel oder unser nicht vollständiger Stadtautobahnring. Da haben wir innerhalb der Stadt ja wesentlich schmalere Straßen. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Da kommt ja fast immer nur ein Auto, ein Bus sowieso nur einer durch die meisten Straßen in Paris. Also eine Gegenverkehrssituation ist gar nicht möglich. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, wäre Einbahnstraßenverkehr in eine Richtung dahin und in einer anderen Verkehrslinie in die andere Richtung. Da kann man auch wunderbar Radverkehr einbinden, wenn man solche Einbahnstraßensituationen schafft und auch den Raum für Radverkehr schaffen. Wäre so eine denkbare Lösung, muss man vielleicht mal drüber nachdenken, aber auf jeden Fall ist das auch nicht vergleichbar unbedingt, insbesondere wenn man nämlich bedenkt, dass Berlin um die gesamte Stadt drumherum einen über 100 Kilometer langen U-Bahn-Ring schaffen will. Das ist ein Vorbild, da sollten wir uns ein Beispiel dran nehmen. Und wir müssen mal sehen, Berlin hat ja eine einzigartige Topografie, haben wir nirgendwo anders in Deutschland, kann man erstens mit der wesentlich kleineren Stadt Hamburg überhaupt nicht vergleichen, weil die hat ganz viel Wasser in ihrer Mitte, wo sie eben keinen Verkehr stattfinden lassen können. Wir haben hier einen wunderbaren S-Bahn-Ring, wir haben sternförmige U-Bahn aus der Stadt heraus. Das alles haben wir aber nicht uns zu verdanken, auch nicht dem vorigen Senat und auch nicht dem davor und auch vielen Senaten davor nicht. Das alles haben wir den Menschen zu verdanken, die irgendwann mal diese Stadt geplant haben vor 100 Jahren. Aber mit uns hat das alles nichts mehr zu tun. Wir nutzen nur diese Infrastruktur. Zu unserem Glück haben die weitergedacht als wir. Ich hoffe, wir schaffen es auch mit Ihrer Hilfe jetzt wieder in diese Schiene hineinzukommen, dass wir in Zukunft denken. Und zwar nicht nur in Zukunft in Form von Behinderung, sondern in Zukunft in Form von Lebensqualität. Und dazu gehört jede Form von Verkehr dazu. Und deswegen komme ich an dieser Stelle auch gleich zur A100. Für uns ist es elementar, dass dieser Autobahnring geschlossen wird, vollständig geschlossen wird und dass die A114 angeschlossen wird. Weil wenn ich Verkehr in der City nicht haben will, dann darf ich ihn auch nicht durch die City treiben, damit er seinen Zielort findet. Es ist ja so, dass wir ganz viel Verkehr in der City haben, der da gar nicht hin will. Er will um die Stadt drumherum oder irgendwo in einen anderen Stadtteil, wo er fließend über die Autobahn weniger Abgase, weniger Lärm für die Stadt selbst und weniger Verkehr für die Stadt selbst verursachen würde. Also sorgen wir doch dafür, dass der Verkehr dahin kommt, wo er hin will und nicht mitten durch unsere City fährt. Insofern ist der Bau des Autobahnrings A100 und der Anschluss der A114 zum Ableiten des Verkehrs auch damit im Berliner Nordosten, wo ja im Moment extrem viel Chaos entsteht verkehrsmäßig, was aber an fehlender Infrastruktur liegt, damit auch da das Chaos wirklich sich auflösen kann. Denn da fließt ja auch der Verkehr mitten durch die Stadt, der eigentlich gar nicht in Berlin bleiben will. Er will entweder rein oder er will raus, aber er will meistens oder mehrheitlich bisher nur, jedenfalls solange wir da nicht weitergebaut haben, will er da nicht hin.
Dann zum Thema Radverkehr. Ja, teile ich total. Das ist aber so eine Berliner Eigenart. Ich bin ja kein Ur-Berliner. Und ich muss sagen, ich kenne keine andere Stadt, die so viele verschiedene Gebrauchsmuster an Straßenführungen hat, wo man sich als Auswärtiger überhaupt nicht mehr auskennt. Wo befinde ich mich jetzt hier eigentlich, auf welcher Art von Fahrbahn? Und wo auch Radwege überhaupt nicht als solche unbedingt erkennbar sind. Oder Fußwege, wo Bordsteinkanten jeweils unterschiedlich geformt sind und so weiter. Das ist eine ganz schwierige Sache, das muss viel, viel deutlicher erkennbar sein. Und es geht auch nicht an, dass Radwege mal grün, mal rot, mal blau oder mal gar nicht gestrichen sind. Weil da muss man eine Einheit schaffen, damit derjenige, der diese Straßen benutzt, auch erkennt, mit was er es da zu tun hat. Ich selbst fahre sehr viel Rad, bin früher auch Radrennen gefahren, war meine erste Berührung mit Berlin 1969 und kann dazu sagen, dass als ich die ersten Male hier in Berlin, 2009 bin ich hier eingewandert, ankam, ich große Probleme hatte in Zehlendorf, weil da sehr viele Autofahrer unterwegs waren, die überhaupt nichts von Radverkehr hielten oder gar nicht wussten, dass der existiert. Ich weiß nicht, wie oft ich in Gefahrensituationen in der Zeit gekommen bin und kann deswegen jedem, der sagt, Radverkehr muss sicherer werden, absolut nur zustimmen. Also bin ich ganz dafür, aber das hat vor allen Dingen etwas mit der Erkennbarkeit der unterschiedlichen Verkehrsebenen zu tun, also der visuellen Wahrnehmbarkeit. So temporäre Spielstraßen, kann ich nur zu sagen, ist der völlige Wahnsinn. Was will ich denn einem Kind erklären, das heute auf dieser Straße spielt und morgen fährt ein Auto? Das geht gar nicht aus meiner Sicht. Völlig irrsinnig, solche Ideen zu haben. Entweder sperre ich eine Straße ab und zwar für immer und mache daraus eine Fußgängerzone oder eben nicht. Aber eine Spielstraße, die am nächsten Tag für ein fünfjähriges Kind, wie soll ich dem klar machen, heute ist da nicht mit Spielen, heute musst du aufpassen, dass du nicht überfahren wirst. Das geht überhaupt nicht, ist völlig unverantwortlich. Ich frage mich, wer sich solche irrsinnigen Sachen einfallen lässt. Zero Emission Zone, okay, da sind wir ja wieder bei den Blocks und so weiter. Ich hoffe, da wollen Sie sich weiter ausweiten. Jetzt komme ich mal zum Thema Brücken. Das ist ja so ein Drama, wo wir jetzt vor kurzem erfahren mussten, dass über 200 Brücken hier in Berlin nicht mehr im Zustand sind, dass sie überhaupt noch nutzbar sind. Und da kann ich nur sagen, Frau Senatorin, beschleunigen und instand setzen, und zwar ganz massiv. Keine temporären Brücken, wie Sie es jetzt auf eine Elsebrücke gemacht haben, dahinstellen, nur damit der Verkehr da nicht mehr drüber fließen kann. Das ist ja scheinbar der eigentliche Sinn. Nehmen Sie sich ein Beispiel an anderen, wie zum Beispiel die San Giorgio-Brücke ich komme nicht auf den Namen, ist egal, in Italien, Autobahn A10, 1,1 Kilometer Autobahn, innerhalb eines Jahres wieder aufgebaut, nachdem sie vor 2 Jahren zusammengebrochen ist. Das ist eine Möglichkeit, wo man sagen kann, eine Autobahnbrücke 1,1 Kilometer in 50 Metern Höhe in steilem Gelände mit 2 langgezogenen Rechts- und Linkskurven, so baut man Brücken. Innerhalb von 1,5 Jahren war die wieder in Betrieb. Machen Sie es so bei der Elsenbrücke, das ist der richtige Weg und bei vielen anderen auch. Dann habe ich gesehen, dass Sie bei Neubauprojekten nach wie vor nur Schienenverkehr, Sie schreiben vorrangig, heißt ja nichts anderes, als dass Sie das andere nicht machen wollen, Schienenverkehr vorsehen. Wir sagen ganz klar, überall, wo Neubaugebiet entsteht, gehört auch eine Straße hin. Und ich glaube, das war's erstmal. Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Jetzt ist an der Reihe Herr Schenker und danach kann sich auch schon Herr Graf dann vorbereiten. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich hatte ja gar nicht erwartet, dass jetzt wirklich alle ein Co-Referat halten, aber vor allem das letzte war jetzt etwas unklar und sehr lang, aber mal schauen. Ich fand eigentlich an der Stelle erst noch mal wichtig, sozusagen zu überlegen, was eigentlich unser Verständnis von Mobilität ist. Und wenn wir das wirklich verstehen als eine Ermöglichung von Chancen, eben verschiedene Gelegenheiten in der Stadt zu erreichen, dann ist völlig klar, dass es natürlich eine soziale Frage ist, die hoch davon abhängig ist, einmal sozialräumlich bezogen auf den Geldbeutel, auch vom Gesundheitszustand und insofern soziale Ungleichheit immer beim Thema Mobilität ein ganz wichtiges Thema ist. Und wenn wir dann noch dazu nehmen, dass eben vor allem einkommensschwache Bevölkerungsgruppen eben stark belastet sind durch negative Umweltfaktoren und eine niedrige Luftqualität, mit der Folge ein geringeres Lebensalter, dann ist wirklich klar, Mobilitätswende ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Und da einfach nur immer davon auszugehen, dass es also bestimmte Gruppen gibt, die immer auf ein Auto angewiesen sind und alle anderen nur Fahrrad fahren, ist das, glaube ich, wirklich Quatsch. Und weil Sie, Herr Reifschneider, das so gesagt hatten, Autos verschwinden nicht, wenn Parkplätze verschwinden. Doch, also tatsächlich schon. Aber das ist ja auch gar nicht unbedingt der entscheidende Ansatz. Also einfach nur zu sagen, wir bauen
in der Stadt überall die Parkplätze ab. Darum soll es ja eben gerade nicht gehen, sondern zu sagen, tatsächlich auf der einen Seite müssen Parkplätze umgenutzt werden für andere Nutzung in der Stadt, aber das immer damit zu verbinden mit dem Aufbau von Mobilitätsangeboten, einer Ausdifferenzierung, Verbreiterung des Angebots, also vor allem mehr ÖPNV, deutlich mehr Radwege, sichere und breite Fußwege, und dann führt eben tatsächlich das auch zu einer größeren Mobilität im Sinne von wegen, dass die Menschen in der Stadt wirklich mobiler sich bewegen können und eben nicht nur auf ein Verkehrsmittel an irgendwelchen Stellen angebunden sind. Und in dem Zusammenhang ist es ganz wichtig, und das fand ich auch gut, dass die Senatorin das nochmal so deutlich auch betont hat, zu sagen, dass die Mobilitätswende für die ganze Stadt gemeistert werden muss und Fragen wie bessere Radwege und breite Fußwege nicht nur ein Thema für Innenstadtbezirke sind, sondern die sich auch in sogenannten Außenbezirken oder am Stadtrand genauso stellen. Denn eine hohe Lebensqualität ist eben eine Frage für die ganze Stadt. Genau, es geht neben dem ÖPNV-Ausbau vor allem Radverkehrausbau. Ich meine, wir haben eine gute gesetzliche Grundlage, aber ich glaube, es ist allen klar, mit Blick auch auf die letzte Wahlperiode, dass es in dieser Wahlperiode deutlich schneller und besser noch werden muss. Ein sehr ambitioniertes Programm, was sich die Koalition gegeben hat. Und wir müssen wirklich Tempo aufnehmen. Also der Radverkehr ist in den letzten Jahren immer attraktiver geworden und auch sicherer geworden. Aber ich komme aus Charlottenwilmersdorf. Wenn ich da mal so schaue, die Anzahl an geschützten Radwegen oder auch an Pop-up-Radwegen, die lässt sich wirklich an wenigen Händen abzählen, ehrlich gesagt. Und es gibt immer noch viel zu viele wirklich gefährliche Stellen in der Stadt, zum Beispiel auch in dem Bezirk. Und da wirklich Tempo aufzunehmen und zum Beispiel mit so einer gemeinsamen Organisationseinheit, also schnell Radwege auf die Straße zu bringen, ist, glaube ich, ein sehr wichtiger und sehr richtiger Schritt, den wir unbedingt anbringen müssen. Und deswegen finde ich es auch gut, wenn sich dieser Ausschuss in einer der nächsten Sitzungen auch dann mit Fragen wie Radverkehrsplan, Realisierung, Vorrangnetz etc. tatsächlich beschäftigt. Aber ich glaube, es geht auch wirklich um ganz viele kleinteilige Punkte, um den Radverkehr gerade mal als ein Thema rauszugreifen, in der Stadt zu stärken. Also das sind auch wirklich Dinge wie, dass in Wohnquartieren Fahrradparkplätze angeboten werden, dass wir endlich Fahrradparkhäuser in Berlin bekommen, dass die Fahrradmitnahme im ÖPNV erleichtert wird, dass Fußwege von Hindernissen freigehalten werden und vor allem so Nutzungskonflikte an vielen Stellen in der Stadt ja haben Autos sozusagen freien Verkehr und an anderen Stellen müssen sich dann Rad- und FußgängerInnen tatsächlich streiten, also diese Nutzungskonflikte aufzulösen. Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz entscheidende Frage und dass wir insgesamt zu einer ganz anderen Planung auch in Berlin kommen. Also es gibt in engen Verbindung natürlich zur Stadtentwicklung zu sagen, dass überall dort, wo neue Stadtquartiere und eine Wohnbebauung stattfindet, wirklich den Radverkehr viel stärker mitzudenken, als es bisher noch der Fall ist und den Radverkehr auch wirklich zu ermöglichen. Ich glaube, das ist auch einer der, also bei den hohen Neubauzahlen, die sich die Regierung in dieser Wahlperiode vorgenommen hat, ist das einer der entscheidenden Fragen, glaube ich, auch wirklich die gute Verbindung an einerseits ÖPNV, aber andererseits auch an den an Radverkehrsnetze wirklich mitzudenken, ein ganz wichtiges Thema. Und auch eng verbunden mit der Stadtentwicklung natürlich die Frage der Umgestaltung der Kieze und Kiezzentren, also ein Stück weit die Kieze den Menschen zurückzugeben, sag ich mal. Das ist ja auch das, was sich viele Anwohnenden in ganz Berlin wünschen. Also die Verkehrsberuhigung in Kiezen, auch das übrigens kein Thema nur für die Innenstadt oder die Innenstadtbezirke, sondern auch das genauso ein Thema für Marzahn, für Buch oder für Charlottenburg-Nord, diese Themen mitzunehmen, also Wohngebiete vom motorisierten Durchgangsverkehr zu befreien, Spielstraßen zu ermöglichen, Sitzgelegenheiten im öffentlichen Straßenland. Also diese ganzen Themen, die in der Innenstadt, würde ich sagen, schon in den letzten Jahren immer viel diskutiert wurden, die auch an alle Stellen in Berlin zu bekommen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema und das hat sich die Koalition ja auch entsprechend vorgenommen. Und was damit zusammengehört, die Mobilitätswende gemeinsam zu gestalten, also ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass Beteiligung manchmal anstrengend ist, aber kein Hindernis sein muss, wenn sie gut organisiert ist. Unbedingt wichtig ist, um eine Akzeptanz und eine frühzeitige Beteiligung unbedingt wichtig ist, um auch eine Akzeptanz für die Mobilitätswende herzustellen und dass Ergebnisse aus so einer Beteiligung viel schneller, als es bisher der Fall ist, dann auch tatsächlich in konkrete Ergebnisse und schnelles Verwaltungshandeln überführt werden. Ich glaube, auch das ist wahnsinnig wichtig, weil wir werden die Mobilitätswende mit so einem ambitionierten Programm nur dann herstellen können, wenn wir tatsächlich alle Menschen in der Stadt mitnehmen, aber auch mutig sind, mal darüber zu sprechen, was müssen wir eigentlich tun, um den Radverkehr wirklich zu stärken. An welcher Stelle müssen dann eben entsprechend auch zum Beispiel Parkplätze weichen.
Und wichtig, eine Beteiligung, um die Konflikte, die sich ja jetzt auch schon anbahnen, gut zu moderieren. Also will man noch zwei Sachen nennen, Radwege durch Grünanlagen und vor allem Radschnellwege, sehen wir da sehr skeptisch. Und da haben wir natürlich an verschiedenen Stellen Nutzungskonflikte in der Stadt. Und das durch die gute Beteiligung, eine gute Moderation, wo wir die Leute ernst nehmen und dann aber eben auch Ergebnisse schnell überführen. Ich glaube, das ist total wichtig. Und dann alle zu beteiligen, nicht nur die, die immer sehr schnell dabei sind, sondern auch die ohne, sage ich mal, ohne Internetzugang, die nicht so mobil sind und die in einer eher schwierigen sozialen Lage sind. Ich glaube, das ist, sind alles ein bisschen so Leitlinien, die wir auf jeden Fall für die Wahlperiode uns vorgenommen haben und die ganz wichtig sind. Vielen Dank, Herr Schenker. Jetzt hat Herr Graf das Wort. Bitte schön. Ja. Frau Senatorin Jarasch, ich habe mich sehr gefreut, dass wir bei Ihrem Vortrag sehr deutlich auch rausgehört haben, es geht bei der Verkehrswende, die wir uns hier für Berlin vorgenommen haben, auch in den letzten fünf Jahren ja schon vorgenommen haben und eingeleitet haben, um viele verschiedene Aspekte, die immer dabei sind. Sie sind ja jetzt nicht nur Mobilitätssenatorin, sondern auch Klimaschutzsenatorin. Und wenn wir den Klimaschutz ernsthaft angehen wollen, auch wenn wir das in dieser Stadt hinkriegen wollen, dass wir Berlin klimaneutral umbauen wollen, dann wird dieser Ausschuss, dann wird auch dieser Handeln in der Mobilität eine sehr zentrale Rolle spielen. Denn hier müssen wir es schaffen, tatsächlich als einen der zweitgrößten CO2-Emittenten auch nochmal deutlich mit reinzugehen, auch in der Frage da tatsächlich auch mit den Zielen des Mobile Splits dann nochmal deutlich zu machen, damit wir die Leute immer mehr dazu ermöglichen und auch dazu begeistern, den öffentlichen Personennahverkehr, einen ökologischen Nahverkehr oder eine ökologische Mobilität zu benutzen. Und dafür wird das auch sein, dass wir das weiter ausbauen müssen. Des Weiteren ist es natürlich so, dass wir hier mit einem großen Thema der Gerechtigkeit auch noch mit zu tun haben. Wir haben nach wie vor viele, die nicht nur dieses Verkehrsmittel Auto benutzen, aber wo wir immer noch viel Ausbaumöglichkeiten haben, wo es mit reinkommt. Und hier freue ich mich sehr, dass wir auch noch mal deutlich gehört haben, dass die riesigen Projekte, die ja unter Frau Günther, Senatorin Günther auch angegangen wurden, wo sie auch den Mut hatte, große Planungsprojekte für die nächsten Jahre aufzusetzen, sei es der Nahverkehrsplan, sei es I2030, sei es das Vorrangnetz bei den Radwegen oder auch die Radschnellwege, was alles angeleitet wurde, dass wir hier auch einen Fokus drauf setzen, in die Umsetzung weiterzukommen. Ich bin fest von überzeugt, dass wir hier viele Planwerke in den letzten Perioden geschaffen haben, wo es jetzt zentral sein muss, dass wir diese auch umgesetzt bekommen. Und ich freue mich, wenn wir auch da den Fokus drauf setzen und nicht nur immer wieder bei weiteren Wünsch dir was oder was Ähnliches zu machen. Und wir sehen auch, dass wenn man das wirklich konkret angeht, auch bei dem Personal, kann ich Sie nur ermuntern, da trotzdem auch zu gucken, dass wir auch selber eigenes Personal aufbauen. Denn wir haben in den Bezirken, wo etwas geschieht, auch gemerkt, dass die Bewerbungen tatsächlich eingetrudelt sind und die Menschen auch wollten. Weil die Menschen und auch die Planer und die Ingenieure, die wollen diese Verkehrswende überall immer wieder umsetzen. Ich wollte hier nochmal sagen, dass ich mich auch sehr darüber gefreut habe, dass wir nochmal deutlich gehört haben, dass wir Sharing als eine Möglichkeit sehen, gerade in den Außenbezirken die Verkehrswende mit reinzubringen. Aber ich glaube, wir müssen uns hier in den nächsten Jahren nochmal deutlich auch die Möglichkeit oder auch die Energie hineinstecken, gute Konzepte zu erarbeiten, auch mit dem ÖPNV zusammen gute Konzepte zu erarbeiten, dass es eben eine Ergänzung wird, dass es nicht nur ein paralleles Nebeneinander sein wird zwischen Sharing-Angeboten und ÖPNV und Rad und Autos, sondern dass man guckt, wie kann man auch die letzte Meile nochmal zum Beispiel für solche Sachen gut nutzen, wie kann man das integrieren und wie können wir da gut mit vorangehen. Was ich noch mit sehr bitten würde, ist auch, dass wir die Zusammenarbeit mit dem Innensenat und mit der Innensenatorin deutlich vorher ausbauen werden, denn wir merken immer wieder, wenn wir die Gerechtigkeit auf der Straße auch herstellen wollen, wenn wir die Sicherheit auf der Straße auch herstellen wollen, dann sind auch die Fragen, dass wir den Verkehr auch deutlich überwachen, sei es mit mehr Blitzern, aber sei es zum Beispiel auch mit einem deutlichen Ausbau der Fahrradstaffel, die dann eben einmal den anderen Blickwinkel mit einnehmen und auch sehen, was für Gefahren mit dabei sind, sowohl gegenüber Autofahrern, aber auch gegenüber Fahrradfahrern, die sich nicht an die Verkehrsregeln halten, etwas voranbringen. Ich glaube, da haben wir gute Möglichkeiten, das sollten wir auch weiter forcieren. Das gilt aber auch, dass wir die Ordnungsämter auf Dauer besser ausstatten, damit wir eben gefährliches Falschparken auch immer weiter in den Fokus nehmen. Ich glaube, das hat auch dann nochmal was mit einer Gerechtigkeit zu tun, dass wir den öffentlichen Straßenraum nicht einfach verscherbeln, sondern da auch sinnvolle Preise für verlangen, die auch gerechtfertigt sind. Denn wie es im Augenblick ist, kann man einfach so nicht mehr stehen lassen. Und ich hoffe mir sehr, dass wir hier auch zu einer digitalen Verkehrsüberwachung auf Dauer kommen. Denn wir sehen das in anderen Ländern immer wieder.
wieder. Gerade dann kann man einfach relativ schnell auch für Sicherheit auf den Straßenverkehr sorgen. Und die Maßnahmen und die Gelder, die man in solchen Sachen investiert, sind immer wieder schnell investiert. Insoweit wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Wir werden das sehr konstruktiv begleiten und ich freue mich auf die Verkehrswende in den nächsten 5 Jahren. Vielen Dank, Herr Graf. Jetzt stehe ich auf der Rednerinnenliste und wechsle sozusagen jetzt in meiner Funktion vom Vorsitzenden zum Sprecher für Mobilität der Fraktion. Ich versuche mich in Anbetracht der Zeit bis zu unserer nächsten Lüftungspause jetzt auch kurz zu halten, weil Frau Senatorin Jarasch möchte ja dann sicherlich auch nochmal das Wort ergreifen oder sollte auch das Wort ergreifen und wir müssten dann um 11.04 Uhr eigentlich in die Lüftungspause, vielleicht sind wir auch bis dahin durch. Ich möchte zunächst einmal betonen, dass ich es sehr wichtig und richtig finde, dass wir uns hier auch im Abgeordnetenhaus erst einmal dafür entschieden haben, einen eigenen Ausschuss für Mobilität einzurichten, denn das hat sich, glaube ich, auch gezeigt in der vergangenen Wahlperiode, dass in der Konstellation Umweltverkehr, Klimaschutz immer so ein bisschen auch die Abwägung in dem Ausschuss stattfand. Welche Themen müssen wir in die nächste Sitzung mitnehmen? Und da hatten aus meiner Sicht jedenfalls die Verkehrsthemen oftmals nicht in dem Sinne eine fachliche Priorität, aber schon allein von der Menge her der Themen, glaube ich, hat das den Ausschuss doch sehr stark bestimmt in der vergangenen Legislaturperiode. Jedenfalls war das auch meine Wahrnehmung. Und deswegen finde ich das auch richtig, dass wir uns jetzt in den nächsten 5 Jahren hier im Abgeordnetenhaus in einem eigenen Ausschuss allein mit diesen Themen beschäftigen können. Die Mannigfaltigkeit der Themen ist nun hier auch gerade durch die Co-Referate, nenne ich sie jetzt mal, auch deutlich geworden. Das heißt also, wir haben die gesamte Spannbreite hier in diesem Ausschuss vertreten und ich denke, es ist nur angemessen, dass wir uns als Berliner Abgeordnetenhaus damit auch explizit befassen. Ich möchte zu Beginn einmal auch darauf eingehen, auf das, was Herr Federici eigentlich gesagt hatte, zu Beginn auch der Kooperation auch mit dem Bundesland Brandenburg. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Stellschraube. Es wird auch in dieser Konstellation jetzt einiges davon abhängen, ob wir Dinge zum Gelingen bringen oder ob wir Dinge zum Scheitern bringen. Und ich glaube, da sind beide Länder gut beraten, wenn sie auch, sage ich mal, Ansprüche, aber auch Visionen versuchen in Einklang zu bringen. Ich will das mal am Beispiel von I2030 deutlich machen. Ich denke, es gibt gar keine andere Möglichkeit, als dass wir uns auf Prioritäten einigen, gemeinsam mit Brandenburg. In den vergangenen Jahren seit der Aufsetzung von I2030 sind Unmengen an Arbeiten eingeflossen in Vorplanungen, in Abwägungen, in Gutachten etc. pp. Die sind in den meisten Fällen dann auch notwendig, wenn wir die Projekte umsetzen wollen. Nur ich glaube, es gibt eben Projekte, ich nenne jetzt einfach mal an der Stelle auch die Stammbahn, das ist ein Thema, wo wir als Linke auch mantraartig sagen, wir müssen zu einer Systementscheidung kommen, weil es auf der Hand liegt, dass bei den unterschiedlichen Interessenslagen es im Grunde eine politische Einigung geben muss zwischen beiden Bundesländern, wohin sie wollen. Und da bringt es uns aus unserer Sicht nichts, weiterhin Gutachten auf den Weg zu bringen, die dann möglicherweise in eine fachliche Abwägung einfließen. Aber wo wir am Ende genau wissen, beide Länder landen dann, jedenfalls was die Fachebene angeht, auf ihrer ursprünglichen Position und wir haben immer noch keine Entscheidung getroffen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auch als Koalition gemeinsam darauf auf den Weg gemacht haben, jetzt auch in der Vereinbarung, die wir getroffen haben, dass wir dieses Jahr tatsächlich auch zum Jahr der Entscheidungen machen wollen. Und auch wenn es möglicherweise nicht alle Projekte sein werden, die in diesem Jahr auf die Schiene gesetzt werden können, es müssen einfach bestimmte Dinge beschlossen werden. Und wenn wir, wie gesagt, da alles nicht schaffen, dann wird das jetzt auch nicht der Untergang sein. Aber ich sage jetzt nur mal als ein Beispiel bei der Stammbahn, da müssen wir einfach vorankommen. Und ich setze da auch große Stücke darauf, dass der Senat dort kooperativ vorangehen wird und dass wir mit dem Nachbarbundesland eine gute
sage ich mal, Grundlage der Zusammenarbeit finden werden, auch wenn ich weiß, dass am Ende natürlich auch immer wieder ein entscheidender Faktor sein wird, wie die finanzielle Beteiligung aussieht. Das sind keine unwesentlichen Fragen, aber das muss geklärt werden. Und genauso wünsche ich mir das eben auch bei anderen Fragestellungen. Das Stichwort ist genannt worden, BER, wo wir als Land seit Jahren ja auch darum ringen, dass wir mit dem Landkreis Dahme-Spreewald eine bessere Lösung finden, auch für unsere Berliner Taxen, für die Laderechte. Und auch da bin ich eigentlich sehr hoffnungsvoll, dass es vielleicht auch darüber gelingt, mit dem Land, auch wenn es nicht unmittelbar zuständig ist, sondern auch der Landkreis natürlich, aber dass das Land Brandenburg da auch eine gewisse Sensibilität an den Tag legen wird, auch auf die Bedürfnisse des Landes Berlin einzugehen. Ich denke, es muss ein Geben und ein Nehmen sein und ich erhoffe mir da auch einen Aufbruch in den nächsten Jahren. Ich bin da jedenfalls auch zuversichtlich. Ich möchte außerdem auch noch mal den Blick darauf lenken, wir als Berliner, wir sind ja hier nun keine Insel, wir sind auch an vieles daran gebunden, was auf Bundesebene in die Wege geleitet wird. Es stehen da auch spannende Fragen vor uns. Ich möchte jetzt noch mal einen Schlenker machen zu dem Thema, auch was uns ja hier alle unisono bewegt, das Thema Verkehrssicherheit, das Thema Entschleunigung. Das ist heute nicht nur von der Regierungsseite aus thematisiert worden, sondern auch von der Oppositionsseite aus, was ich sehr interessant finde. Deswegen möchte ich an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen und da wünsche ich Ihnen auch, Frau Senatorin, gutes Gelingen, dass Sie auch dass Sie möglichst auch wahrgenommen werden, auch auf der Bundesebene, wenn es um die Interessen von Berlin geht. Ich nenne jetzt mal als ein Beispiel, dass wir mehr Flexibilität auch bei der Einrichtung von Tempo-30-Zonen brauchen, weil wir hier zwar als Regierungskonstellation eine Richtung vorgegeben haben und wir wissen ja auch, dass die Senatsverwaltung daran arbeitet, auch die Möglichkeiten weiter auszuloten, mehr Tempo 30 einzuführen, dass wir an bestimmten Stellen einfach an rechtliche Grenzen stoßen und ich denke, da brauchen wir auch ein Zusammenspiel mit dem Bund und dass der Bund sicherlich dann auch gut beraten ist, die Stimmen aus Berlin und auch aus anderen Kommunen und Ländern zu hören. Ich möchte die Frau Senatorin Jarasch auch nochmal darum bitten, vielleicht, dass Sie nochmal in Ihrem Statement da nochmal vielleicht ein, zwei Sätze nochmal darauf verwenden, wie gerade der aktuelle Stand ist, auch bei der Umsetzung der Maßnahmen aus dem 100-Tage-Programm. Es ist genannt worden, das Stichwort Organisationseinheit mit den Bezirken zu bilden beim Radverkehr. Und da will ich einfach nur noch mal betonen an der Stelle, ich finde es richtig, dass Sie dieses Angebot machen. Ich finde es auch bemerkenswert, dass einige Abgeordnete hier aus dem Hause schon offene Fragen stellen an den Senat. Gibt es denn die Möglichkeit, sich dem auch zu entziehen? Also ich finde das interessant vor dem Hintergrund, dass wir ja eigentlich auch immer hören von der Opposition, dass die Maßnahmen nicht schnell genug vorangehen können. Und dann macht der Senat jetzt noch mal ein konkretes Angebot auch an die Bezirke. Und dann noch wieder zu schreien, dass es doch möglich sein soll, für die Bezirke sich auch dem zu entziehen, halte ich für ziemlich unangemessen vor dem Hintergrund, glaube ich, dass wir hier alle fachlich einer Auffassung sind, dass es beim Radverkehr viel, viel schneller vorangehen muss, auch in den Bezirken insgesamt. Also ich kann insofern nur hoffen, dass es nicht dazu führen wird, jetzt, Sie hatten ja auch die Gesetzesänderung, was die Zuständigkeiten für die Hauptstraßen angeht, erwähnt, dass es nicht dazu führen wird, dass jetzt, ich sage jetzt mal, der Stift fallen gelassen wird in den Verwaltungen, in den Bezirken, sondern umgekehrt, dass ein Schuh draus wird, dass wir jetzt erst einmal gemeinsam auch diese Organisationseinheit so weit an den Start kriegen, dass wir möglichst in allen Bezirken die wichtigsten Projekte jetzt schnell voranbringen können. Ich sage jetzt mal die Low-Hanging Fruits, wie es so schön heißt, reinholen und das in der Innenstadt wie auch in den Außenbezirken und dass wir darüber ein Stück weit tatsächlich vorankommen, was den Ausbau des Radverkehrs angeht. Gleiches gilt im Übrigen auch für die Busspuren. Da hoffe ich auch, dass es da zu einer schnellen Lösung kommt. Es wurden ja schon viele Busspuren in der letzten Wahlperiode angeordnet seitens der Hauptverwaltung, aber es fehlte dann die Umsetzung in den Bezirken, was aber auch unterschiedliche Gründe hat. Mal sind es Gründe aus Personalmangel, mal ist es aber auch, dass es immer noch Differenzen gibt zwischen der Hauptverwaltung, der BVG und dem Bezirk. Und ich denke, da gibt es sicherlich noch einige Spuren, die wir schnell markieren können, dass es da schnell vorankommt. Ich würde mir wünschen, dass es dann eben beim Radverkehr wie beim Busverkehr schnell klappt, auch in diesem Jahr.
Ich möchte außerdem noch mal kurz darauf hinweisen, wir werden ja ohnehin jetzt bald in Verhandlungen treten über den Doppelhaushalt. Und da finde ich es dann auch wichtig, noch mal die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass wir jetzt insgesamt ja hier gefragt sind als Ausschuss, auch sicherlich dann am Ende auch Prioritäten zu setzen. Und da wird es dann sicherlich auch zu Konflikten, zu Diskussionen kommen. Denn es ist nicht nur fachlich geboten, sondern es wird möglicherweise auch rein, auch was die finanziellen Möglichkeiten angeht, geboten sein, hier zu klaren Prioritäten zu kommen. Und außerdem ist es spannend auch zu sehen, wie wir dann auch die gesetzlichen Verpflichtungen erfüllen können. Das wird uns ja dann auch befassen, die Frage, wie gehen wir um mit den Anforderungen aus dem Mobilitätsgesetz und möglichen Änderungen, die wir jetzt schon antizipieren können. Es ist die Frage danach gestellt worden, auch an Senatorin Jarasch, wie es dann weitergehen soll, auch mit dem Mobilitätsgesetz. Es gibt ja nun dort auch Aufträge aus der Koalitionsvereinbarung. Und all diese Themen sind ja auch dann daran verknüpft, jedenfalls nach dem heutigen Diskussionsstand, dass daraus natürlich auch Stellenaufwüchse sich ergeben würden, aber auch genauso Vorgaben für Investitionen und weitere konsumtive Ausgaben. Und ich glaube, wenn es hier erst einmal eine Verständigung darüber gibt, insgesamt auch mit der Opposition, es ist wichtig auch, dass wir mehr machen, beispielsweise für den Fußverkehr und auch für andere Verkehrsarten, dann wird das dann eben auch die Nagelprobe sein am Ende, denke ich, dass wir die Ziele, die wir haben, entsprechend dann auch untersetzen können, weil was eben entscheidend ist am Ende, ist eben auch, was in diesem Haushaltsplan stehen wird. Ich möchte außerdem noch mal darauf hinweisen, es gibt durchaus Vorhaben, die wir schon seit längerer Zeit mit uns rumtragen, dass es nicht das Erbe ist von Rot-Rot-Grün, sondern auch von vielen Vorgängerregierungen. Ich habe positiv zur Kenntnis genommen, beispielsweise von Herrn Friederici, dass einige Verkehrsprojekte, die wir immer noch auf der Agenda haben, wie beispielsweise die TVO, wo aus unserer Sicht unbedingt die Nahverkehrstangente dazugehört, dass es auch die CDU nicht vermocht hatte, das Planfeststellungsverfahren zu starten, auch wenn manche Abgeordnete da aus dem Bezirk, ich formuliere es mal vorsichtig, dicke Backen machen. Ich freue mich darauf, dass wir es möglicherweise dann doch jetzt bald schaffen, dort auch in ein Planfeststellungsverfahren einzutreten, genauso auch bei anderen größeren Vorhaben. Wichtig ist für uns als Linke, das möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen, dass wir dabei immer die Schiene mitdenken. Und das ist an der Stelle sicherlich wichtig, dass wir entsprechend des Koalitionsvertrags auch die Nahverkehrstangente voranbringen. Ich möchte nun mal kurz nochmal zu zwei weiteren Punkten Stellung beziehen. Die Frage auch von sozusagen Kooperation und Tarifen wird uns sicherlich mit Brandenburg und dem VBB auch noch beschäftigen. Das ist als Stichwort hier genannt worden. Da möchte ich einfach nur betonen, dass wir da nicht Schnellschüsse produzieren oder aus möglicher Ermangelung an Alternativen wieder in alte Debatten uns zurückversetzen lassen. Also es ist nochmal Stichwort genannt worden, Tarifausweitung der B-Zone. Ich glaube, wir müssen zu einem umfassenderen Konzept zu kommen mit Brandenburg. Und da möchte ich auch nochmal auf den Koalitionsvertrag verweisen, was wir auch an Möglichkeiten benannt haben, was beispielsweise auch die Ausweitung von Bike and Ride an den Außengrenzen betrifft. Ich glaube, da müssen wir einfach das auf eine neue Ebene heben. Und da ist nochmal der Rückenschlag zu der vergangenen Wahlperiode. Es wird ein bisschen versucht, jetzt unter den Teppich zu kehren, auch von der Opposition. Die Dinge, die auch aus meiner Sicht jedenfalls Senatorin Jarasch hier erwähnt hatte und die jetzt hier auch in der Aussprache genannt worden sind, sind alles jetzt nun keine neuen Erfindungen der Koalition, sondern sind eigentlich auch eine logische, stringente Weiterführung der Mobilitätspolitik auch aus der vergangenen Wahlperiode. Ich glaube, wir müssen uns da an der Stelle auch noch mal genauer auch mit dem Koalitionsvertrag befassen, denn das alles, was hier vorgegeben ist, ist im Grunde auch eine weitere Fortentwicklung dessen. Und ich denke, es kommt jetzt vor allem darauf an, dass wir in die Umsetzung kommen. Wir haben vor allem in der letzten Wahlperiode viel darauf verwendet, auch Gesetze neu zu erlassen, Gesetze zu ändern. Und wir sollten jetzt eben, wie gesagt, die Früchte ernten an der Stelle. Und ich hoffe, wir werden das auch gemeinsam schaffen, hoffentlich auch in einigen Projekten auch gemeinsam mit der Opposition, und freue mich dann auch auf die weiteren Debatten hier im Ausschuss. So, und jetzt habe ich noch auf der Liste Herrn Machulik, und dann wäre diese Liste auch eigentlich abgeschlossen. Ich frage noch mal, gibt es Wortmeldungen?
Das ist nicht der Fall. Dann haben Sie das Wort, bitte schön. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Frau Jarasch, man muss sich jetzt mal überlegen, was hatten Sie eigentlich vorhin gesagt? Nach dem ganzen Co-Referaten, die wir jetzt hier gehört haben und dem Blumenstrauß, bin ich auf jeden Fall jetzt viel mehr gespannt auf Ihre Beantwortung der ganzen Fragestellungen, die hier genannt wurden, vom kleinteiligen Bordstein-Ausgestaltung bis hin zu großen Fragen im Flugverkehr, im internationalen Vergleich. Also ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Ich bin kein Mensch, der große Co-Referate hält, keine Regierungserklärung für meine Fraktion hier abgibt oder halt eben auch Vergleiche mit anderen Städten macht, weil ich einfach auch sage, so Berlin hat da eine besondere eigene Rolle. Das heißt nicht, dass ich Best Practice aus anderen Metropolenregionen ablehne, sondern ich sage einfach so, es bringt mir nichts, wenn ich Kleinstädte, ich bin dann so mal arrogant als Berliner, mit Hamburg, also Berlin vergleiche, geht nicht, reicht mir nicht, das ist eine andere Welt. Paris ist auch eine andere Welt, da bin ich halt eben eigen. Das muss man halt so akzeptieren, das werde ich auch nicht mehr ablegen. Was mich nur verwundert, ist halt eben in diesem ganzen Überlegung, dass man Vergleiche anzieht, ist, ich habe die letzten 5 Jahre aus einer anderen Position, aus einem Außenbezirk heraus gesehen, was Abgeordnete zum Teil mit Besuchen in anderen Städten verursachen in den Bezirken. Also ich hätte mir gewünscht, dass in den letzten 5 Jahren kein Abgeordneter nach Wien gefahren ist und mit tollen Ideen zurückgekommen ist und mir dann als Stadtrat halt wirklich die letzten Haare vom Kopf mehr oder minder gezogen hätte. Also ich sage nur, diese Idee, wie wir den öffentlichen Raum sauber bekommen mit den Wastewatchern, war für die Ordnungsämter in den Bezirken eine einzige Katastrophe. Man hat aber auch nicht auf die Bezirke gehört. Deswegen nehme ich es umso freudiger auf, dass Sie ganz klipp und klar sagen, dass Sie wirklich auch in die Zusammenarbeit mit den Bezirken gehen. Und Sie können davon ausgehen, dass in den Bezirken, auch wenn es nicht die Hauptverwaltung ist, dort Menschen sitzen, auch mit Sachverstand. Und die Ihnen auch genau vor Ort sagen können, was sinnvoll ist. Denn manchmal habe ich das Gefühl, werden hier große Linien vorgegeben, was ja auch gut ist, aber diese großen Linien müssen auch angepasst werden an die einzelnen Punkte in den Kiezen. Und wenn ich jetzt hier auch zum Beispiel in der Aussprache höre, dass man bei Wohnbauquartieren auch immer damit mitrechnen muss, dass auch eine Straße gebaut wird, sage ich Ihnen auch gleich nochmal ganz kurz, das ist eine schöne Aussage, aber baurechtlich ist die Erschließung von Wohnquartieren ohne Straße gar nicht möglich. Also da sind auch noch ein paar Defizite hier, wo ich dann sage so, das muss man jetzt hier nicht erwähnen, das ist klar. Die Frage ist des Anschlusses an den ÖPNV. Und da muss ich sagen, da finde ich, dass es sehr wohlwollend, dass Sie das nun mal relativ deutlich gesagt haben, dass wir halt eben eine Stadt sind, polyzentrisch, aber halt eben eine Stadt sind, die auch versucht, alle Bereiche, alle Bürger mitzunehmen. Und ich meine, das ist kein Lippenbekenntnis. Ich habe jetzt sehr viel gehört von anderen, die nochmal Schwerpunkte setzen wollten. Die Koalitionsvereinbarung sagt relativ deutlich aus, das, was Sie gesagt haben, Frau Senatorin, wir wollen von der Stadtgrenze bis zur Mitte alle mitnehmen. Das bedeutet auch, dass ich gucken muss, wie diese Menschen von A nach B kommen. Und es ist eben nicht der Fall, dass viele derzeit alles mit dem Fahrrad erledigen können. Und ich sage auch ganz klar, für den Bezirk Spandau, aus dem ich komme, ist es eigentlich auch fast gar nicht möglich, relativ zügig eine Schiene zu erreichen. Und wenn Bürgerinnen wirklich in einem Außenbezirk wohnen und in Mitte arbeiten, dann müssen sie auch irgendwie da hinkommen. Wenn wir wollen, und das ist ja eigentlich auch ein gemeinsames Ziel, den Individualverkehr, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren. Das ist zum einen für die, die im Außenbezirk wohnen, die kommen halt eben derzeit ohne schienengebundenen ÖPNV nicht wirklich weg und setzen aufs Auto, was nicht gut ist. Auch der gesamte Verkehr mit dem Bus und auch Tram, Spandau ist zum Beispiel ein Bezirk, der gar keine Tram hat, aber mit dem Busverkehr ist derzeit suboptimal, dass die Menschen tatsächlich umsteigen auf den ÖPNV. Und was natürlich in den Außenbezirken, das hat Herr Federici und glaube ich auch noch zwei andere gesagt, massiv ist, und da wünsche ich mir, dass Sie das auch noch mal schärfen, was Sie gesagt haben, die Metropolenregion. Wir haben natürlich halt mit dem Havelland in Brandenburg, wir haben mit Grünheide, wir haben halt mit Ludwigsfelde und mit vielen anderen Bereichen haben wir ein Entwicklungsgebiet, was nicht nur Berlin betrifft, sondern halt wirklich auch den Speckgürtel. Und Sie wissen es selber, Sie waren ja auch oft in Spandau, wir kennen uns ja auch aus unseren Spandauer Zeiten noch, Sie wissen auch, wie das dann aussieht, wenn die Pendler aus dem Osthavelland beziehungsweise aus dem Havelland einmal Spandau benutzen und auch Charlottenburg benutzen als Durchgangsverkehr, weil die Menschen fahren, ich sage mal jetzt mal ganz plump, in Paulinaue los, gut, die hat sogar noch einen Regionalbahnhof, da geht es sogar noch, aber sie fahren irgendwo in Brandenburg los, sitzen im Auto und würden nur dann auf die Schiene umsteigen, wenn sie
einen Parkplatz fürs Auto finden und, das hat ja auch Federici gesagt, Park and Ride. Und dann halt eben gar nicht erstmal zu uns reinfahren. Aber wenn Sie bei uns in Spandau ankommen, dann mit einem Bus irgendwo in eine U-Bahn gehen, um dann halt wieder in die S-Bahn zu steigen, fahren die Leute durch. Und das ist das, da hoffe ich auch wirklich, dass wir das, was wir uns gedacht haben, auch in den Koalitionsvereinbarungen, dass wir da Lösungen finden, so schnell wie möglich die Menschen auf die Schiene zu setzen. Und ich bin da auch ideologiefrei. Ich sage immer nur so, es gibt Planungen, die 1984 schon da waren in meinem Bezirk, auch in anderen Bezirken. Die kann man sehr schnell aufgreifen und die sollten wir umsetzen. Da gebe ich auch Herrn Ronneburg vollkommen recht. Wir müssen jetzt wirklich Tempo aufnehmen. Wir müssen wirklich jetzt gucken, dass wir alle Problemlagen zwischen Bezirk und Hauptverwaltung und aber auch der Finanzierung mit dem Bund auflösen, dass wir wirklich loslegen. Und nur ein kleiner Punkt mit dem Radwegeausbau, auch da würde ich nur mal einen kleinen Hinweis so noch mal geben. Es ist natürlich nicht so, dass auch Außenbezirke nicht Radwege geplant haben, also ob nun halt Schnellspuren oder halt eben auch geschützte Bereiche. Es ist nun halt aber gerade in meinem Bezirk halt, und deswegen finde ich das immer so spannend mit dem Radwegeausbau, es ist genau in meinem Bezirk so, dass der Bezirk angefangen hat, was zu bauen, also zu planen, zu bauen, und dann kam das Mobilitätsgesetz und dann passte alles nicht mehr. So, und dann fängt man von vorne an. Und da erwarte ich auch von allen hier im Haus, dass man sagt, okay, wir haben eine Vorgabe, wir wollen, aber wir können nicht immer sofort das Optimum erreichen und fordern, sondern wir sollten gucken, was in der Abwägung dann tatsächlich auch etwas ist, was wir umsetzen können. Und ich hätte mir sehr gewünscht, dass in der letzten Legislatur man diese Radwege, die wir schon angefangen haben zu planen, nicht komplett neu umstrukturiert, sondern sagt, okay, wir sind in einer Form, wo wir langsam übergehen zu dem, wo wir hinwollen. Aber wenn ihr schon so weit seid, dann macht das jetzt erstmal so, wie ihr es geplant habt und beim nächsten Mal macht das so und so. Und da waren wir ein bisschen bockig in den letzten 5 Jahren, also bockig meine ich jetzt so im Denken der Verwaltung. Und das ist, sollten wir auf jeden Fall für diese 5 Jahre uns halt eben nicht mehr leisten, weil sonst glauben uns die Bürger draußen nicht, dass wir das mit der Mobilitätswende ernst meinen. Und mein letzter Punkt ist, weil ich ja auch, weil Sie ja auch die Metropolenregion angesprochen haben, was für mich natürlich besonders wichtig ist. Und da sind dann auch die Punkte, wo man wirklich auch die Unterschiede sieht. Wir haben jetzt sehr viel von dem individuellen Verkehr gesprochen. Wir reden von Bürgerinnen, die zur Arbeit wollen, zur Kita, zur Schule etc. etc. Aber wir sind die größte Stadt Deutschlands mit polyzentrischer Ausprägung. Wir haben sehr, sehr viele Menschen, die hier wohnen und auch versorgt werden müssen. Auch mit Lebensmitteln, auch mit anderen Gegenständen. Und es ist wichtig, dass wir wirklich auch abwägen, wie wir diesen ganzen Wirtschaftsverkehr koordinieren. Und es ist tatsächlich ein Problem derzeit, wenn wir sagen, wir können mit der gesamten Logistik noch nicht umsteigen auf Lastenfahrräder, weil ich weiß gar nicht, wie viele Lastenfahrräder fahren müssten, um ein Kaufland zu befüllen, dass wir dann halt eben übergangsweise eine Lösung finden, dass die Riesen-LKWs nicht durch unsere Wohnblocks fahren. Und das sollte eine wesentliche Aufgabe sein. Und wenn wir da wirklich rational rangehen, finden wir auch Lösungen, diese großen LKWs, solange sie es noch gibt und die Umstellung in der Logistik ist noch nicht so weit, dass wir das dann halt im Auge behalten. Ähnlich auch der Fragestellung, die dann kam, wie wollen wir eigentlich mit dem BER umgehen? Es ist für mich immer noch nicht nachvollziehbar, also es ist schon nachvollziehbar für mich, aber dass wir den Kampf um den Logistikplatz in Ostdeutschland verloren haben an Leipzig, das ist auch eine Entscheidung gewesen, die gerade für unsere Metropolenregion bedeutet, dass wir auf der Grund der Entscheidung, dass DHL und Co. halt tatsächlich in Leipzig sind, viel mehr Lkw auf die Autobahn gebracht haben, als wir eigentlich uns das vorher vorgestellt haben. Eine Entscheidung, die falsch war, aber auch mit der müssen wir leben. Die DHL-Lkw fahren dann halt eben in Masse von Leipzig jetzt nach Berlin. So, und damit möchte ich schließen, weil ich ja gesagt habe, ich halte kein Co-Referat. Vielen Dank, Herr Machulik. Damit sind wir am Ende der Rednerliste an. Ja, ich genau, das, ja, also, weil ich wollte jetzt den Hinweis nämlich bringen, ich müsste jetzt der Senatorin um 11.04 Uhr das Wort abschneiden, das möchte ich natürlich nicht, deswegen schlagen wir jetzt vor, dass wir früher in die Pause gehen und das würde jetzt bedeuten, dass wir 11 Uhr die Pause machen und dann 11.15 Uhr wieder starten, ja, dann mit der Senatorin, das heißt, ich unterbreche jetzt die Sitzung für 15 Minuten, wir sehen uns wieder um 11.15 Uhr, vielen Dank. So, meine Damen und Herren, wir können die Sitzung mit der Sitzung wieder fortfahren.
Nach der Lüftungspause, wir haben jetzt die Redebeiträge der Abgeordneten gehört und jetzt hätte der Senat die Möglichkeit, auf die Fragen und Hinweise zu reagieren. Frau Senatorin Jarisch, Sie haben das Wort. Bitte schön. Vielen Dank. Ich suche nur den Zettel, auf dem ich Herrn Friederizis Sachen notiert habe. Ah, Herr Friederizis, Sie liegen da. Das ist natürlich bedauerlich. Gerade reden wir noch von guter Zusammenarbeit und schon. Ja, danke, ich danke Ihnen. Danke. Damit habe ich nichts zu tun, aber danke. Weil ich tatsächlich, Sie werden das noch merken, ich bin tatsächlich ein relativ dialogorientierter Mensch und mich interessiert einfach vieles, was ich höre, was dann dazu führt, dass ich mir sehr viele Notizen mache und die erste Wortmeldung ist mir abhanden gekommen. Also, vielleicht gut, dass wir die Pause vorher gemacht haben, denn es war jetzt tatsächlich im Grunde, wir haben schon das Arbeitsprogramm für die nächsten 5 Jahre umrissen, würde ich sagen, in der Diskussion, wie wir sie bis jetzt hatten. Sehr viele auch gemeinsame Sichtweisen. An manchen Stellen sind Unterschiede, auf die wir ganz sicher auch in den nächsten 5 Jahren immer wieder zurückkommen werden, einfach Grundunterschiede in der politischen Herangehensweise und in Zielvorstellungen auch deutlich geworden. Dazu gleich einige Worte. Es gibt aber auch ein paar Dinge, in denen wir uns offensichtlich völlig einig sind und ich hoffe, wir werden es durchhalten. Das ist die Art der kooperativen Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteuren, also jetzt nicht nur hier im Ausschuss, sondern eben auch beispielsweise mit Bezirken. Und es ist aber auch die allgemeine Einschätzung, nachdem in der letzten Legislatur sehr viele Grundlagen gelegt worden sind, dass es jetzt um die Umsetzung geht. Und ich kann Ihnen nur zusichern, ich werde bei der Umsetzung so transparent wie möglich sein, denn ich weiß, dass wir uns viel vorgenommen haben. Ob wir das alles wirklich so schaffen können, kann ich Ihnen heute noch nicht garantieren, denn es ist einfach Wahnsinn. Ich kann Ihnen nur eines sagen, dass ich an ganz vielen Stellen, und auch da hoffe ich fast, dass wir auch in den nächsten Monaten vielleicht konkreter dann nochmal drüber sprechen können, jetzt schon begonnen habe, mit meinem Haus zusammen zu überlegen, wie wir beschleunigen können. Und das heißt ja zuerst mal analysieren, woran es eigentlich liegt, dass bestimmte Prozesse, egal ob es Radwege oder Straßenbahnplanungen sind, so viel länger dauern, als es ursprünglich gedacht war. Sie haben auch schon jetzt vorhin ein paar Beispiele selber erzählt, Umplanungen, die nötig werden, weil sich die gesetzlichen Grundlagen ändern, der Radweg plötzlich breiter sein muss. Das betrifft dann nicht nur den Radweg, das betrifft auch insgesamt den Straßenquerschnitt. Also eventuell muss eine gesamte Planung auch für eine Brücke oder auch für eine Straßenbahn wieder anders neu geplant werden, wenn der Radweg breiter werden muss. Also das ist eins der vielen Stichworte. Aber es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Gründen. Herr Friederizi hat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ein Thema genannt. Das ist die Frage, dass man einfach ganz praktisch, die Planungen sind der entscheidende Faktor. Wenn wir erstmal so weit sind, dass wir einen Planfeststellungsbeschluss haben und bauen können, sind wir den weitesten Teil der Strecke schon gegangen, mehr oder weniger. Es sind die Planungen, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Dafür gibt es auch gute Gründe. Es gibt aber vielleicht auch ein paar Dinge wie Stichwort Phasen parallel zu planen und anderes, wo wir auch schneller werden können. Aber das ist jedenfalls klar, es sind die Planungsphasen, die meiste Zeit brauchen. Und natürlich ist da frühzeitige Einbindung von Akteuren wichtig, wie beispielsweise auch Trägern öffentlicher Belange. Wenn wir erst ganz am Schluss einer jahrelangen Straßenbahnplanung erfahren, dass die Feuerwehr bei dieser Straßenführung doch plötzlich keinen Platz hat für ihre Rettungsleitern, dann ist es natürlich misslich. So, und deswegen gibt es für die Frage, warum Planungen so lange dauern, eine ganze Reihe von Gründen. Ich glaube aber auch einen Teil von Gründen, die wir auch mit unserem Haus und durch eine sogar interne andere Kooperation, eine andere Art von Kooperation, auch mit der BVG, die ja dann oft der Aufgabenträger ist, beschleunigen können. Ich wollte Ihnen sagen, ich bin da dran. Ich bin sicher, wir werden noch oft drüber reden. Es gibt nicht die leichte, schnelle Lösung. Also einfach nur mit Ärmel hochkrempeln und dann mal machen, wird es noch nicht schneller so. Aber die Planungen sind tatsächlich das entscheidende Thema. Und natürlich, Herr Friederizi, werden da auch jetzt schon externe Planungsbüros auch beauftragt als Dienstleister und zur Hilfe genommen. Gleichzeitig hat der Graf recht, wenn er sagt, sobald ein Projekt spannend klingt,
gibt es auch Leute, die sich dafür interessieren. Das ist eine Erfahrung auch aus den Bezirken und das haben wir auch bei uns im Haus festgestellt. Ich durfte ja jetzt ganz viele Abteilungs- und Referatsleiter und auch einzelne Mitarbeiter kennenlernen, bei fast 1500 Menschen, noch lange nicht alle. Aber ich habe festgestellt, es gibt eine ganze Reihe von Mitarbeitern, auch in der Verwaltung und Mitarbeiterinnen, die sind extra gekommen, weil sie gehört haben, in Berlin gibt es jetzt eine Mobilitätswende. Also es gibt eine Leiterin der Koordinierungsstelle Rad- und Fußverkehr, die ist gekommen, weil sie gehört hat, hier wird ein Mobilitätsgesetz gemacht, das bundesweit erste. Also das kann auch Leute anziehen, mit anderen Worten, wenn man tatsächlich sich was Großes vornimmt und daran engagiert arbeitet. Aber Beauftragung von Privaten habe ich überhaupt keine Hemmungen, wenn dadurch irgendwas schneller geht. In der Hinsicht kann ich Sie also beruhigen, Herr Friederici. So, das Thema, ich sage das jetzt, ich werde vielleicht dann bei den anderen Wortmeldungen nicht mehr darauf zurückkommen, aber über Planung und Umsetzungsbeschleunigung haben ja viele von Ihnen gesprochen. Deswegen wollte ich da ein bisschen länger was dazu sagen. Sie hatten konkret gefragt zum Fußverkehr, ob ich dazu noch mehr sagen könnte. Auch da können wir das gerne mal gründlich noch mal als einen extra Besprechungspunkt in der nächsten Zeit mal aufsetzen. Ich kann nur sagen, Fußverkehr ist erstens etwas, was mit berücksichtigt werden muss bei allem, was wir tun. Also es ist auch so, wenn wir jetzt Brücken neu bauen müssen beispielsweise, wenn wir irgendwas planen, dann ist es klar, dann müssen das nicht Brücken sein, sondern Verkehrswendebrücken. Das heißt, da muss Platz für Fußverkehr, für Radverkehr, möglichst für eine Straßenbahn, wenn da eine Trasse geplant ist, mitgedacht werden. Das ist das Ziel. Wir haben konkret beim Fußverkehr Modellprojekte in allen Bezirken. Es gibt noch zwei Bezirke, ich glaube Spandau und Reinickendorf, wo noch eine Entscheidung aussteht, aber wir haben Modellprojekte verabredet, die dem Fußverkehr dienen sollen, die aber ganz unterschiedliche Gestalt annehmen können. Das sage ich auch schon mal. Also es gibt in einigen Bezirken tatsächlich einen Kiezblock, verkehrsberuhigte Straße, wie in Pankow oder im Reuterkiez beispielsweise auch Verkehrsberuhigung. Anderswo in Marzahn wird dieses Modellprojekt dazu dienen, Fußwege einfach breiter zu machen und barrierefreier sozusagen zu gestalten. Auch das dient dem Fußverkehr, ist im Rahmen dieses Projekts möglich. Da müssen die Bezirke auch anmelden. Ich hoffe, und darauf würde ich Sie auch jetzt schon bitten, in den Haushaltsberatungen mitzuachten, dass die Gelder für die Bezirke, die für den Rad- und den Fußverkehr gedacht sind, gesichert werden. Das ist mit, also so ist es verabredet. Das ist eine Sache, auf die Sie dann auch mitachten können und sollten, wäre ich Ihnen zumindest dankbar, da das ja kein Einzelplan ist, den ich jetzt direkt beeinflussen kann. Und natürlich ist es auch so, dass wir eben auch in der letzten Legislatur ja schon dazu übergegangen sind, beim Thema Fußgängerquerungen und so auch hier ein Stück weit bei der Umsetzung zu helfen, wenn Bezirke sagen, sie wollen das, aber kriegen es nicht schnell genug umgesetzt. Also es ist, auch das ist ein großes, weites Feld, aber Fußgänger sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer. Das heißt, im Grunde geht es darum, bei allen Planungen von Ihnen aus auch zu denken. Das wäre der entscheidende neue Blick. Ich springe jetzt, weil Sie, das passt jetzt nicht ganz zusammen, TVO, da hat Herr Ronneburg tatsächlich schon zwei Sätze gesagt. Ich hoffe sehr, dass wir jetzt so weit sind, dass wir in diesem Jahr noch den Plan, mit dem Planfeststellungsverfahren beginnen können. Das ist schon mehr als in den vielen, vielen, vielen Jahren vorher erreicht wurde. Trotzdem bedeutet das natürlich, dass bis wir dann wirklich bauen, noch ein bisschen Zeit vergeht. Ich kann Ihnen, wenn Sie wollen, gerne ein paar Stichworte sagen, wo Probleme jetzt auch gelöst worden sind in letzter Zeit. Also es gab ja drei schwierige Knotenpunkte noch. Dafür gibt es Lösungsmöglichkeiten. Bei der Trassierung der Strecke ist eine Überprüfung und sind Optimierungen erfolgt. Die auch für die Stützbauwerke gibt es für die Straßenüberführungsbauwerke gibt es Optimierungen. Die Fuß- und Radanbindungen ins Wohngebiet Biesdorf sind abgestimmt worden. Bushaltestellen sind eingeordnet. Die Bestätigung der Verkehrsprognose ist erfolgt. Also ganz viele wichtige, Sie merken wieder, Planung, Planung, Planung. Ganz wichtige Vorplanungsschritte sind erfolgt. Im Grunde ist es soweit, dass wir eben Ende dieses Jahres noch hoffentlich dann ein Planfeststellungsverfahren beginnen können. Ich stehe auch ausdrücklich dazu, dass diese Straße nötig ist, auch wenn Grüne im Verdacht stehen, keine Straßen bauen zu wollen. Diese Straße ist nötig. Was
schwieriger sein wird, aber auch da möchte ich noch mal genau anschauen, wie wir das schaffen können, ist, dass wir parallel zur TVO auch eine Nahverkehrstangente realisieren können. Wäre vermutlich auch ein I-2030-Projekt. Das ist sehr viel schwieriger, denn nach dem, was ich bisher gesehen habe, sind da einfach in der Planung auch zum Teil, ist überplant, also ist die Streckenführung einer NVT an manchen Stellen auch überplant worden durch die TVO. Und das bedeutet natürlich, es wird umso komplizierter, wenn man die Nahverkehrstangente jetzt dennoch realisieren will. Da müssen wir noch mal ran. Ich sage Ihnen aber, ich habe diesen Ehrgeiz. Dann haben wir nämlich tatsächlich bei dieser wichtigen Tangente alle Verkehrsmittel nebeneinander realisiert. Fernverbindungen und die Funktion des BER. Ich glaube, Herr Friederici, da werden wir offensichtlich, wenn ich die unerledigten Liste sehe, auch noch ein paar längere Debatten dazu führen. Ich finde die Fernverbindungen Richtung Polen und Tschechien, also beispielsweise die Achse Paris, Berlin, Warschau und andere, extrem wichtig. Es wird im Juni einen Bahngipfel geben der Bundesländer Berlin und Brandenburg gemeinsam. Das haben Frau Giffer und Herr Woidke schon verabredet. Und ich möchte die Gelegenheit dort unbedingt nutzen, wenn eben auch vielleicht Herr Pofalla da ist, die Gelegenheit nutzen, genau solche Themen, wo der Bund ganz stark und die Deutsche Bahn tatsächlich ganz stark mit in der Verantwortung sind, solche Themen bei dieser Gelegenheit zu pushen. Ich glaube, auch wenn ich mir die Entwicklung Brandenburgs anschaue, wir sprechen hier immer von der Metropolregion, und wenn wir von der Entwicklung entlang des Siedlungssterns, also entlang der Schienentrassen sozusagen, die sich sternförmig nach Brandenburg hineinführen, reden, dann denken wir hier in Berlin oft nur die Metropolregion, aber ich verstehe sehr gut, dass die Brandenburger inzwischen sehr viel weiterdenken. Also auch in Cottbus haben sich ganz viele Leute angesiedelt, die pendeln und so. Also wir müssen tatsächlich über die Metropolregion längst hinausdenken. Und insofern kann ich nur sagen, wir suchen die Gelegenheiten, das zu unterstützen. Ansonsten sehe ich Berlin, Sie hatten das selber schon erwähnt, Herr Friederici, auch das finde ich ist ein gutes Thema für den Bahngipfel. Diese Idee, dass Berlin das Drehkreuz auch für Nachtzüge werden kann, finde ich tatsächlich eine sehr, sehr spannende und auch naheliegende Idee. Das wäre etwas, was wir dringend mit der Deutschen Bahn auch besprechen müssen und auch mit der bundespolitischen Ebene natürlich besprechen werden und müssen. Und zum BER. Sie wissen, das sage ich jetzt nur mal in Klammern, das sage ich ein Stück weit jetzt auch nicht nur als Fachsenatorin, denn da haben wir jetzt beim BER nur eine begrenzte Zuständigkeit tatsächlich, das sage ich als Bürgermeisterin. Wir brauchen ein nachhaltiges Geschäftsmodell für den BER, und nachhaltig sind nicht Kurzstreckenflüge, nachhaltig werden nur Langstreckenflüge sein können, auch ein Blick auf die Gebühren, die wir nehmen können. Ich meine mit Nachhaltigkeit nicht nur eine klimapolitische, sondern ausdrücklich auch eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit, wenn ich davon spreche. Und ich glaube, da brauchen wir ein Stück weit ein anderes Geschäftsmodell, als es bisher verfolgt wurde. Aber das ist eine Debatte, die wir tatsächlich an anderer Stelle führen müssen. Ich mache jetzt weiter. Es ist mir leider bei den 5 Seiten nicht gelungen, das so zuzuordnen, alle Ihre Wortmeldungen. Also entschuldigen Sie, wenn ich verdopple. Frau Hassepass und auch Herr Reifschneider hatten im Grunde beide von einer Art von Anreizen gesprochen, die man setzt. Ich übersetze mal für Herrn Reifschneider eine Angebotsorientierung. Da bin ich sofort dabei. Ich sage aber auch, ich bekenne mich als Ordoliberale, und Ordoliberal bedeutet, dass der Staat den Rahmen vorgeben muss, dann auch Wettbewerb gewünscht ist und innerhalb dessen es eine gewünschte Entwicklung geben kann. Und zu dieser Rahmensetzung gehört schon auch eine gewisse, jetzt mal übersetzt auf Verkehrswende und Mobilitätswende, gehört schon auch eine gewisse Steuerung meiner Meinung nach. Und wenn wir bei all dem, was wir hier gesprochen haben, waren wir an sich eigentlich sehr viele Wortmeldungen einig, dass es nur funktionieren wird, wenn wir den Raum wenn wir den knappen Raum benutzen, um die Verkehrswende zu organisieren. Das bedeutet, es werden Parkplätze weichen müssen und es werden auch Fahrspuren weichen müssen, weil der Autoverkehr Platz machen muss für die anderen Verkehrsarten, wenn wir unser Ziel erreichen wollen. Aber was natürlich auch wahr ist, wir brauchen insgesamt
weniger Autos wegen Platz und wir brauchen sie vor allem nicht, solange sie motorisiert sind, auch wegen des Klimaschutzes weniger. Und an dieser Stelle will ich Herrn Latsch ausdrücklich recht geben, das will ich jetzt hier auch mal sagen. Natürlich sind auch Elektroautos, ist die Produktion von Batterien ausdrücklich umweltschädlich. So, und nur, dass die Produktion, und die sind, wenn sie hier rumfahren, emissionsfrei, da haben Sie recht, dort wird die Produktion selbst belastet die Umwelt. Und insofern komme ich aber noch mal dazu, und Herr Reifschneider, da haben wir dann doch einen Dissens. Aus all diesen Gründen brauchen wir am Ende weniger Autos, und habe ich auch ausdrücklich gesagt, genügt es auch eine Antriebswende nicht. Also es genügt nicht, wenn wir sagen, wir haben am Ende genauso viele Autos wie vorher, die fahren nur alle mit Elektrobatterie rum. Das genügt aus Klimaschutzgründen nicht, und es genügt, nützt uns gar nichts für die Umverteilung des öffentlichen Raums, die wir brauchen, und natürlich auch nicht für Verkehrssicherheit. Und insofern ist es tatsächlich so, dass wir am Ende weniger Autos brauchen. Und dazu, habe ich schon gesagt, setze ich nicht auf Verbote, aber ich setze auf Angebote. Ich finde, vor allem dort, wo Leute eben heute noch gar keine Wahlfreiheit haben, Stichwort Stadtrand, braucht es zuallererst Angebote. Aber natürlich steuern wir, und natürlich ist auch eine Parkraumbewirtschaftung beispielsweise eine Steuerung. Sie sagen zu Recht, Parkhäuser kosten auch was, stimmt. Und man muss ja auch mal so sehen, im Moment ist es so, mit einem Auto, das den meisten Teil des Tages einfach nur abgestellt ist, besetzt man eigentlich, mietet man quasi öffentlichen Raum. Man belegt mit dem Auto öffentlichen Raum im Moment für sehr, sehr wenig Geld. Deswegen haben wir uns auch in den Richtlinien der Regierungspolitik ja auch entschlossen, das Anwohnerparken und auch die Kurzzeitparkgebühren zu erhöhen. Ich finde das richtig, weil das ist ein Beitrag dafür, dass öffentlicher Raum verwendet wird. Und das ist aber auch eine Steuerung. Und wenn das mehr Menschen dazu bringt, umzusteigen, freue ich mich, wie gesagt. Also ich werde es nicht, mein Ziel ist nicht verbieten, aber mein Ziel ist schon zu steuern, denn diese Mobilitätswende werden wir nicht hinkriegen, wenn am Ende genauso viele Autos rumfahren, wie sie es jetzt tun. So, jetzt habe ich dazu schon ganz viel gesagt. Einig sind wir uns, sehr einig sind wir uns auch beim Thema mehr Kontrollen. Das kam auch von einigen von Ihnen. Also sowohl durch Ordnungsämter, die sich dann aber auch fokussieren müssen, denn die Ordnungsämter sind ja nun für vielerlei zuständig. Und in meinem Kreisverband in Pankow beispielsweise wurden vor allem die Spätis kontrolliert, aber nicht die falsch abgestellten Autos. Also Ordnungsämter müssen auch Prioritäten setzen. Und ich finde, die sollten bei Verkehrssicherheit tatsächlich ganz stark liegen. Ich freue mich, dass die Innensenatorin schon angekündigt hat, dass sie die Fahrradstaffel ausbauen will. Ich freue mich auch, wenn wir können auch gerne mal über Verkehrssicherheit in der gemeinsamen Sitzung mit der Innensenatorin sprechen, wenn wir dann auch die vielen Blitzer bestellen, auf die wir uns ebenfalls verständigt haben in Koalitionsverhandlungen. Denn ja, wenn wir der Vision Zero näher kommen wollen, dann müssen Autos sich an die Straßenverkehrsordnung halten und langsamer fahren. Das ist einfach, da nützt Kreuzungsumbau alleine eben nichts. Das muss man sich auch klar machen. Ich folge Ihnen auch beim Thema mehr Instandhaltung und Sanierung zuerst. Ich würde übrigens sagen, auch das gilt für Autobahnen in deutschlandweit. Wir haben einen riesen, aber es gilt auch in Berlin, wir haben einen riesen Sanierungsstau und Instandhaltungsstau, und der kommt für mich vor dem Neubau. Das gilt für Berlin wie für das ganze Bundesgebiet. Und das bedeutet auch, das ist kein Thema, das man in Koalitionsverhandlungen und Richtlinien der Regierungspolitik überhaupt so groß macht, weil das sind die Brot- und Butterthemen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Das bedeutet aber, es bindet natürlich massiv Personal und auch investive Mittel und Kapazitäten. Das ist klar. Wir werden ja vielleicht in den nächsten Sitzungen über Brücken und anderes noch länger sprechen. Es sind keine 200, Herr Latsch, aber es sind 40 marode Brücken. Das ist trotzdem sehr, sehr viel. Das ist ein Riesenprogramm, und das müssen wir zuallererst machen. Vielleicht nur zum Thema Elsenbrücke. Ich weiß nicht, ob Sie sich da sehr beliebt machen würden bei allen Leuten, die in Treptow-Köpenick, Friedrichshain, Kreuzberg wohnen oder die da durchfahren, wenn wir da keine Behelfsbrücke gebaut hätten. Also ich bin sehr, sehr froh, dass die Entscheidung der Senatorin Günther, also in der letzten Legislatur, rechtzeitig gefällt wurde, da eine Behelfsbrücke vorzusehen. Denn als sich dann jetzt im Dezember war, das ja noch plötzlich herausgestellt hat, dass der vorhandene Brückenteil, über den der Verkehr eigentlich ja während der Bauarbeiten laufen sollte, auch marode ist, kann ich nur sagen, ohne Behelfsbrücke hätten wir vermutlich es irgendwann komplett dicht machen müssen.
Und dann weiß ich nicht genau, was es dann an Verkehrsströmen und Problemen in den ganzen Quartieren rundum gegeben hätte. Also ich bin sehr dankbar für diese Behelfsbrücke. Man merkt aber, und dass sie rechtzeitig vorgesehen wurde, man merkt daran aber, wie aufwendig diese Brückenersatzbauten sind. Die meisten Stichwörter habe ich. Wirtschaftsverkehr und neue Mobilität, kann ich nur sagen, das sind diese beiden Kapitel des Mobilitätsgesetzes wurden in der letzten Legislatur nicht mehr verabschiedet. Es gab im Grunde nur ein wenige Konfliktpunkte, also sie wurden im Senat verabschiedet, nicht im Abgeordnetenhaus. Es gab wenige Konfliktpunkte, es ist gelungen, die auszuräumen. Und deswegen beabsichtige ich schon, die sehr bald auch wieder einzubringen, beide Kapitel zusammen, denn die gehören für mich auch zusammen. Also Wirtschaftsverkehr und neue Mobilität sollten wir unbedingt zusammen einbringen. Und Sie haben dann in den parlamentarischen Beratungen jede Gelegenheit noch nachzubessern. Ich neige dazu, das sehr schnell eher wieder einzuführen. Wir müssen uns aber auch klar machen, auch hier, das bedeutet zusätzliche Aufgaben. Und das Stichwort Priorisierung fiel hier nicht umsonst. Sie werden es in den Haushaltsverhandlungen, ich bin Herrn Ronneburg dankbar, dass er das am Schluss noch angesprochen hat, Sie werden es in den Haushaltsverhandlungen merken, ich möchte das hier schon mal ganz deutlich sagen. Wir mussten für diesen Haushalt, unseren Einzelplan 7, den wir jetzt abgeliefert haben beim Finanzsenator, wir mussten im Vergleich zu dem, was in dem Haushaltsentwurf 2022-2023, den es ja schon gibt, den viele von Ihnen vielleicht sogar auf dem Schreibtisch irgendwo liegen haben. Im Vergleich zu diesem Haushaltsentwurf haben wir mussten wir die konsumtiven Aufgaben und auch die investiven Ausgaben massiv reduzieren, weil unser Ziel ist, dass wir einen ausgeglichenen Haushalt zu Ende der Legislatur wieder vorlegen können. Und das bedeutet, wir mussten die Ausgaben massiv einbremsen. Das spürt man, da wurde kein Haus verschont, auch unser Haus nicht. Und mit unseren teuren investiven Projekten und teuren Verkehrsverträgen, die ja sehr viele konsumtive Mittel vor allem binden, kann ich nur sagen, das war keine einfache Sache. Es war auch kein einfacher Einstieg im Haus. Das wird Herr Reubke jetzt ein Pokerface machen. Aber es war nicht ganz einfach, gleich mit als Hausleitung so zu starten, dass ich erstmal allen Abteilungen sagen musste, schön, was ihr da alles angemeldet hattet und geglaubt habt, das habt ihr auch schon durch, aber wir müssen leider massiv nochmal runter. So, und das sage ich jetzt nicht, weil man das immer sagt, sondern weil das tatsächlich ein Paradigmenwechsel, eine Trendwende ist, die hier versucht wurde, die wir uns auch gemeinsam vorgenommen haben. Ich finde es auch richtig so. Ich finde, wir sind verpflichtet, auf die Dauer einen ausgeglichenen Haushalt wieder vorzulegen. Und die Ausgaben haben sich einfach schneller entwickelt als die Einnahmen in den letzten Jahren. Und es lag nicht nur an Corona. Natürlich auch, aber es lag nicht nur an Corona. Und deswegen finde ich das alles richtig. Es bedeutet aber für diesen Haushalt, dass wir uns massiv konzentrieren mussten auf das, von dem wir glauben, dass wir es wirklich umsetzen können, und zwar auch innerhalb der nächsten 2 Jahre. Das heißt, wir sind bei ganz vielen Titeln noch mal ganz genau drangegangen, haben gedacht, reden wir hier wirklich, also sind wir eigentlich noch in der Vorplanungsphase, Planungsphase, ist es realistisch, dass wir schon bauen? Wenn nein, dann brauchen wir jetzt auch die Baumittel noch nicht, haben das verschoben. Also nur, um Ihnen einmal das zu sagen. Und wenn wir jetzt neue Kapitel von Gesetzen verabschieden, dann müssen wir uns überlegen, wann wir die in Kraft setzen, denn dafür sind noch nicht alle Mittel, das war nicht realistisch, das jetzt alles schon einzustellen. Sonst hätten wir alternativ begonnene Dinge beenden müssen. Und unser Ziel war natürlich, alles, was begonnen ist, wird weitergeführt. Es wird investiert, aber es wird das gemacht, was realistisch umsetzbar ist. Und mit diesem Ansatz, ich hoffe sehr, dass ich Sie alle davon überzeugen kann, dass das ein kluger Ansatz für die nächsten 2 Jahre ist. Alternativ nützt es auch nicht sehr viel, immer Mittel im Haushalt zu haben, die man dann nicht umsetzt, die am Ende liegen bleiben. Also insofern haben wir jetzt so eine Priorisierung vorgenommen. Ich hoffe, ich kann Sie davon überzeugen, dass es die richtige war. Bedeutet aber auch, bei allem, was man zusätzlich will, müssen wir wissen, es ist nicht automatisch mehr Geld dafür da. Klimascheck U-Bahn, kann ich nur sagen, nur ganz oder überhaupt zum Thema U-Bahn, vielleicht hatten auch einige von Ihnen zum Thema U-Bahn was gesagt, da kann ich nur ganz klar sagen, ich möchte gar nicht unbedingt nur planen, was ich möchte, und so haben wir es auch verabredet, ist aber ein kriteriengestütztes Vorgehen, das ist entscheidend. Das heißt, U-Bahnen können sehr, sehr sinnvoll sein, wenn, und jetzt kommen die Kriterien, wenn sie beispielsweise helfen, ein besseres Netz, also Umsteigemöglichkeiten schaffen und das Netz dadurch dichter wird, wenn es eine Prognose gibt, dass das Fahrgastaufkommen, das dann vom Autoverkehr auf die Schiene verlagert wird, ein sehr, sehr hohes ist,
So, und da kommt das Klimakriterium dazu, wenn im Verhältnis dazu der CO2-Ausstoß relativ gering ist. Und der CO2-Ausstoß ist natürlich immer dann geringer, und das ist schon ein Kriterium, das auch eine Rolle spielen sollte, wenn man beispielsweise keinen Tunnel bauen muss. Und deswegen komme ich nochmal dazu. Eine U-Bahn, von der ich tatsächlich hoffe, dass wir da nicht etwa nur planen und NKUs in Auftrag geben, sondern sehr viel weiterkommen, ist die U3. Da gibt es eine große Einigkeit, dass wir mit der U3 beginnen. Die erfüllt Kriterium Netzschluss. Es bedeutet viele Umsteigemöglichkeiten für den ganzen Südwestraum, auch Brandenburg. Und tatsächlich, es ist eine U-Bahn in Troglage, Stichwort Klimakriterien. Ist also wenig, man muss dafür keine kilometerlangen Tunnel bohren. Insofern werden alle diese, ist keins dieser Kriterien, ist ein Totschlagkriterium, so wurde es ja vorher genannt, aber alle müssen natürlich ernst genommen werden. Das Wirtschaftlichkeitskriterium auch, denn es gibt dafür Gelder vom Bund, ja, also 80, 90 wäre mir neu, aber 75%, also kann ein massiver Anteil vom Bund übernommen werden. Voraussetzung ist aber eine NKU, also eine Nutzen-Kosten-Untersuchung, die Wirtschaftlichkeit belegt. So, also insofern ist es schon auch ein wichtiges Kriterium, denn wir wollen und deswegen machen wir auch für die U3 eine NKU, nicht weil wir Zweifel dran haben, ob die sinnvoll ist, die U3, sondern weil wir Geld vom Bund wollen. Das steckt dahinter. Was haben wir noch? U-Bahn. Ja. A100 und Autobahn, das wird Sie nicht überraschen, das ist, glaube ich, bekannt. Da haben wir uns auch darauf verständigt in Koalitionsverhandlungen, dass wir den 17. Bauabschnitt nicht vorantreiben werden in dieser Legislatur und dass wir einen qualifizierten Abschluss am 16. Bauabschnitt wollen. Das bedeutet eben, wir können da nicht einfach eine Rampe stehen lassen in der Hoffnung, dass dann das Problem gelöst wird durch einen 17. Abschnitt, sondern der Verkehr muss einfließen können in den Verkehr dort am Treptower Park und in der Umgebung. Wir haben das sehr, sehr lange auch in Koalitionsverhandlungen noch mal recherchiert. Und es ist tatsächlich so, das Verkehrskonzept, da sind wir natürlich mit beraten dabei. Das ist völlig klar, da sind wir nicht ganz außen vor. Aber auch für das Verkehrskonzept sind nicht mehr wir als Land Berlin zuständig. Es ist so, diese Zuständigkeiten haben wir abgegeben vor wenigen Jahren an die Bundesautobahngesellschaft. Aber Sie können sicher sein, dass bei meinem Antrittsbesuch bei Herrn Wissing das Thema Autobahn eine Rolle spielen wird. Aber nicht unbedingt nur im Blick auf die A100, sondern wir haben ja ganz viele Themen, wo wir auch was vom Bund wollen. Ich sage nur mal, der Tunnel am Kurt-Schumacher-Damm zur Erschließung des künftigen Wohnquartiers, dringendes Thema Autobahn-Dreieck, Funkturm. Wir haben also eine ganze Reihe von auch Autobahnprojekten, wo wir dringende Wünsche sogar an den Bund haben. Also insofern wird es eine Rolle spielen. Was fehlt noch? Brücken. Ich hatte doch schon relativ viele Stichworte abgearbeitet. Fußradweg. Zum Thema engere Zusammenhang von Stadtentwicklung und Verkehrsplanung. Das ist natürlich ein ganz, ganz enger Zusammenhang, völlig klar. Da würde ich gerne, wenn ich fertig bin, Herrn Reubke noch mal das Wort geben, denn da gibt es ganz spannende neue Projekte, wo wir auch wieder versuchen, auch enger zusammenzuarbeiten, auch mit dem Bausenator. Und das möchte ich an dieser Stelle auch einmal sagen zum Thema neue Stadtquartiere und Verdichtung. Ich sage mal im Blick auf Pankow beispielsweise, da wurde ja schon Elisabeth Auer oder Blankenfelder Süden genannt. Ich sage nur, da gibt es auch die Michelangelo-Straße und da gibt es auch das Pankower Tor. Also da gibt es natürlich auch Quartiere, die sind bereits erschlossen, die sind bereits jetzt im Grunde innerstädtisch und sind erschlossen. Und da gibt es ein großes Potenzial. Und auch bei der Erschließung von Stadtquartieren werden wir, genau wie ich das für den Verkehr gesagt habe, priorisieren müssen, weil wir unsere Ziele sonst nicht erreichen. Und ich habe mich mit dem Wohnungsbausenator schon verständigt, dass wir auch hier in Zukunft nicht mehr Ping-Pong spielen, sondern mal gemeinsam priorisieren, wo wir glauben, dass wir am meisten Potenzial haben, wo wir am schnellsten vorankommen können. Und das werden wir gemeinsam priorisieren. Denn natürlich gehören Verkehrsanbindung und Stadtquartiere zusammen. Aber wie gesagt, nicht für jedes Stadtquartier, das gebaut wird, ist auf der grünen Wiese am Stadtrand und braucht es eine komplette Erschließung. Und die Verkehrslösung Heinersdorf wird auch schon jetzt beim Pankower Tor mitgedacht. Auch das, so viel kann ich vielleicht schon mal verraten. Ich überlege noch ganz kurz, ich bin schon fast auf meiner letzten Seite.
Herr Ronneburg, ja, ich glaube inzwischen auch, allein bei der Fülle an Themen, die hier schon genannt worden sind, dass es gut ist, dass wir einen eigenen Ausschuss haben, dass sich das lohnen kann. Ich stimme ausdrücklich zu, das Stichwort Prioritäten hatte ich ja jetzt schon gesagt, auch im Blick auf I-2030. Das ist eben ein Grund, warum ich jetzt schon in einem intensiven Kontakt mit dem Brandenburger Kollegen bin. Und ich stimme Ihnen übrigens auch zu, dass uns da weitere Gutachten an manchen Stellen nicht mehr weiterhelfen, sondern dass es eine politische Entscheidung braucht. Da bitte ich Sie nur ein bisschen Geduld, wenn wir genau diese Entscheidungen jetzt gerade vorbereiten. Aber genauso wie Sie es gesagt haben, auch ich glaube nicht, dass es uns gerade bei der Potsdamer Stammbahn jetzt noch weiterbringt, noch viele weitere Gutachten in Auftrag zu geben. Zum Thema 100 Tage und Stand, da habe ich sogar ausdrücklich eine Bitte an Sie, wenn ich das bei dir im Sinne einer guten Kooperation hier loswerden kann. Sie sind ja alle auch aus bestimmten Bezirken und haben vermutlich je nachdem einen guten Kontakt zu Ihren zuständigen Bezirksstadträten. Es gibt schon, ich habe nächste Woche Montag, habe ich ein Treffen mit den 12, ich hoffe, dass alle 12 kommen, mit den 12 für Verkehr und fürs SGA zuständigen Verkehrsstadträtinnen der Bezirke und möchte Ihnen da dieses Angebot einer Zusammenarbeit in Sachen Radspurumsetzung und Busspurumsetzung vorstellen. Und ich hoffe sehr, dass die Bezirke dieses Angebot annehmen. Es ist freiwillig, es ist kein Zwang. Sie können mitmachen. Es bedeutet auch, wenn wir das machen, wenn Sie beispielsweise beim Thema Radspuren mitmachen, dann müssen die Bezirke auch mit reingehen, denn die bleiben die Baulastträger. Das muss man an der Stelle klar machen. Die Bezirke, solange wir dieses allgemeine Zuständigkeitsgesetz nicht geändert haben, die Bezirke sind zuständig. Es ist die Zusammenarbeit, die wir ihnen anbieten. Wir gehen auch rein mit Ressourcen und vor allem mit den Abteilungen in meinem Haus, die direkt dann vor Ort mit den Leuten zusammenarbeiten, werden sich natürlich Prozesse beschleunigen, weil man die Probleme, die auftreten, gemeinsam bespricht und lösen kann. Die Bezirke werden aber auch zumindest teilweise, also soweit es ihnen möglich ist, Ausrufezeichen, Personal reingeben müssen. Nicht abgeben, aber sie müssen Personal zumindest freistellen oder teilabordnen, damit die da mitarbeiten. Das ist mein Wunsch an die Bezirke. Es heißt nicht, dass ich kann es nicht einfach alleine den Bezirken abnehmen bei dem Thema Radwege. Es ist aber eine Chance, dass die Bezirke vor Ort dann auch liefern können. Denn auch dort gibt es überall Bürger, und ich würde sagen, das gilt für alle 12 Bezirke, innen wie Außenstadt, die dringend auf Radspuren warten. Und insofern ist es ein Angebot, das den Bezirken am Ende hilft, die mit ihren begrenzten Kapazitäten das oft nicht hinbekommen, gemeinsam sehr wohl. Aber ich würde mich freuen, wenn Sie dann noch mal auch auf Ihre Stadträtinnen einwirken, dieses Angebot auch anzunehmen. So, und ja, Herr Machulik am Schluss hat nochmal das Thema Zusammenarbeit sehr betont. Wie gesagt, das entspricht mir sehr, aber es ist eben auch, es muss dann auch miteinander sein. Ich kann nicht einfach sagen, die Bezirke müssen nichts mehr tun, macht alles meine Hauptverwaltung, sondern das Angebot ist, wir arbeiten zusammen. Es geht definitiv zusammen schneller. Und natürlich kann man auch mit einer gemeinsamen Ausschreibung und so viele Prozesse beschleunigen, die für Bezirke sonst schwierig sind. Also wir können einiges anbieten, aber die Bezirke müssen auch mitmachen wollen. Ja, und zum Thema Pendelverkehr wollten Sie auch noch mal was sagen und Park and Ride? Gut, dann würde ich an dieser Stelle an Herrn Reubke noch für eine Ergänzung abgeben und danke Ihnen schon mal. Vielen Dank, Frau Senatorin. Bevor wir zu Herrn Reubke kommen, nur noch mal der Hinweis, also wir enden offiziell um 12 Uhr. Das wollte ich hier nur an der Stelle noch mal sagen. Und es gibt nur die Wortmeldung noch von Herrn Reifschneider. Also ich würde nur darum bitten, dass wir uns jetzt dann auch kurz fassen, weil wir haben noch einen anschließend tagenden Ausschuss und dann kommen wir etwas in Bedrängnis, wenn wir zu sehr überziehen. Und ich kündige schon mal an, dass wir wahrscheinlich dann die Sprecherinnenrunde draußen machen müssen. Bitte schön, Herr Röpke. Ja, schönen Dank, Herr Ronneburg. Sehr geehrte Abgeordnete, ich würde das gerne in der Tat noch mal kurz ergänzen im Hinblick auf die Frage der Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Wir haben schon 2020 gemeinsam angefangen, Struktur- und Handlungskonzepte für die großen Bereiche Nordosten, Südwesten und Westen aufzustellen. Gestartet haben wir mit dem Nordosten. Dort sind wir auch schon sehr gut vorangeschritten und haben das abgeschlossen. Wir haben jetzt für diese großräumigen Gebiete alle unterschiedlichsten Infrastrukturentwicklungen von Bauen über Verkehr, über soziale Infrastruktur zusammengeführt, kennen die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Projekten, kennen die Terminpläne für die Umsetzung und haben damit ein gutes Steuerungsinstrument gemeinsam erschaffen, mit dem wir jetzt in der Zukunft auch vorangehen wollen, um die notwendigen politischen
und verwaltungsseitigen Entscheidungen zu treffen. Da sind die Bezirke dabei, da sind die unterschiedlichen Hauptverwaltungen dabei. Und insofern ist das, glaube ich, ein ganz guter Weg, den wir jetzt auch für die Basis der Zusammenarbeit mit der Senatskanzlei, beim Bündnis für Wohnen und bei der Senatskommission machen werden. Der zweite Punkt war die Frage der Zusammenarbeit mit Brandenburg. In der Tat ist da in den letzten Jahren ja nicht nur konkret in der Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg etwas passiert, sondern auch die Brandenburger haben durch ihre eigenen politischen abgestimmten Konzepte, wie eben halt das ÖPNV-Konzept in Brandenburg, die Grundlage dafür geschaffen, dass sehr viel stärker als Ergänzung zum Regionalverkehr Plusbusse eingesetzt werden, die eben halt ein sehr regelmäßiges und auch verlässliches Angebot mindestens im Stundentakt schaffen zur Anbindung an den Regionalverkehr. Da sind die Brandenburger eigenständig aktiv und gemeinsam haben wir ja die Vereinbarung abgeschlossen, dass wir P&R-Parkplätze in Brandenburg erstens mal auf ihre Potenziale untersuchen wollen und dann auch gemeinsam finanzieren, wo wir als Land eben halt die Brandenburger mit unterstützen, um da auch entsprechend, sag ich mal, in den Angeboten für die Pendler mehr Möglichkeiten zu schaffen. Also insofern sind wir da jetzt auf einem ganz guten Weg und haben eine ganze Reihe von guten Vorentscheidungen getroffen, die es jetzt gilt, tatsächlich auch gemeinsam umzusetzen und dann wirksam werden zu lassen. Danke. Vielen Dank, Herr Reubke. Das war dann sozusagen die Stellungnahme des Senats. Jetzt hat der Abgeordnete Reifschneider sich noch einmal gemeldet und Sie haben... Ich hatte gehofft, dass wir deutlich länger als 12 Uhr haben. Dann ziehe ich meine Frage zurück. Das ist sehr nett. Und dann würde ich dann trotzdem noch mal fragen, ob es sonstigen angemeldeten Besprechungsbedarf gibt. Das ist nicht der Fall. Dann danke ich noch einmal, danke dem Senat für die Stellungnahme, danke für die konstruktive Beratung. Und ich halte dann fest, dass die Besprechung zu Punkt 2 unserer heutigen Tagesordnung abgeschlossen ist. Dass der Besprechungspunkt abgeschlossen ist, das ist der Fall. Vielen Dank. Dann kommen wir zu Punkt 3 der Tagesordnung, Verschiedenes. Dazu noch eine ganz kurze Vorabinformation. Es ist uns ein Schreiben des Vorsitzenden des Ausschusses für Infrastruktur und Landesplanung einer gemeinsamen Ausschusssitzung. Sie kriegen dazu von uns eine E-Mail an die Fraktionen und wir verständigen uns dann in der nächsten Sitzung über das weitere Vorgehen. Sie kriegen da auf jeden Fall schon mal einen Vorschlag seitens des Ausschussbüros für das weitere Vorgehen. Dann frage ich noch mal, gibt es weitere Anmerkungen aus dem Ausschuss oder seitens des Senats? Das ist auch nicht der Fall. Dann komme ich zu unserem nächsten Sitzungstermin. Die nächste Sitzung des Ausschusses für Mobilität findet am 2. März 2022 um 9 Uhr statt. Ich bitte jetzt die Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen kommen, damit wir die Sitzung vorbereiten können. Ich verabschiede mich dann an der Stelle. Danke der Technik, danke auch Frau Schmidt für die Vorbereitung der Sitzung. Ich wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Tag. Bleiben Sie gesund und bis zum 2. März. Ich schließe die Sitzung. Einen schönen Tag noch.